Stört mich nicht. Ja, mich kann man nicht hören. Weiß nicht, ob man uns hören kann. Nee, mich kann man nicht hören. Kann man uns jetzt hören eigentlich? 2, 3, 4. Ja, an sich kann man uns hören, glaube ich. 41, 86, 109. Das ist aber verboten. Ach, scheiße. Ja, okay. Wir haben die 420 überschritten. Jetzt gibt's gleich Bild. Nee. Doch. Was? Oh Gott. Puh, ey. Puh. Seid ihr mein Gewissen? Ja, Blechkelle. Wir Tschüss. Sind dein Gewissen. Hallo. Hallo, Blechkelle. Jetzt sind wir auch dein Gewissen, das du sehen kannst. What? Visuelles Gewissen. Und, ja, setzen wir jetzt mal und dann... Ja, moin. Ja, hallo. Grüß euch doch erstmal. Grüß euch. Ja. 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 Herr Martus. Grüß dich doch mal. Hallöchen. Mal Content. Na? Geht's dir gut oder schlecht? Ja, hi. Hallo, Blechkelle. Danke und für den Sub. Für die 12 Monate. 12 Monate, alter Schwede. Kätzchen! 37. Ich hab nicht die Energie rumzuschreien. Ich auch nicht. Bin auch ziemlich fertig heute. Kätzchen, vielen, vielen Dank für 37 Monate. Dankeschön. 37 Monate. Bitte. Auch sehr gerne. 37 Monate! Nein, du musst ganz laut Kätzchen rufen. Kätzchen! Der sitzt draußen übrigens. Der sitzt draußen? Ja. Okay. Welcher war das? An dem bist du vorbeigelaufen als allerletztes. Zum Streaming. Ah, okay. Sitzt. Dankeschön. Leute, heute gibt es nicht die gewohnte Energie im Pixelbla, die es sonst gibt. Heute ist eher so ein bisschen smooth, relaxed. Ja, das mache ich, das ist okay. Ja. Ja. Ist es das letzte Pixelbla im Jahr? Krass, ja. Weil nächste Woche Donnerstag ist 26. glaube ich. So haben wir frei. Und danach ist danach schon vorbei. Ist schon vorbei. Danach ist schon Neujahr. Leute, das ist das letzte Pixelbla im Jahr. Voll special. Und wir können nicht rumschreien. Wow. Das besser ist es, glaube ich. Ja, vielleicht ein schöner Abschluss mal. Ja, mal ein bisschen. Wir hatten gestern Weihnachtsfeier. Oh, das ist die Kamera, ne? Das ist die Kamera. Wir hatten, wir hatten gestern Weihnachtsfeier. Ja. Um das einfach mal zu erklären, warum wir heute so sind. Ja. Und ich glaube, die Erklärung ist damit abgeschlossen. Ja. Ja. Tut euch denn der Kopf weh? Nö. Also jetzt gerade werde ich langsam nüchtern, glaube ich. Ich werde langsam so richtig müde jetzt. Ja, das meine ich damit. Ja. So, wenn wir einschlafen, dann machst du halt einfach den Stream zu Ende. Ja. Wenn das okay für dich ist? Das ist in Ordnung. Okay. Ja. Gut. Das ist schön zu hören. Völlig in Ordnung. Ihr könnt auch einfach schlafen. Das ist okay. Ja? Ja. Einfach so einen Schlafstream machen? Ja, nicht schnarchen, wenn es geht. Obwohl, darf man das überhaupt? Was sind Schlafen? Doch. Es gab einen Streamer, der eingeschlafen ist und dann hat ihn irgendwer ewig viel Geld donated. Ja, stimmt. Und er hat es einfach nicht gecheckt. Ja. Stimmt. Ich dachte, irgendwas gibt es da. Und irgendwie ist er dann aufgewacht. Nee, du kannst doch Leuten nicht verbieten, dass sie einschlafen. Ja, eben. Ja, aber halt nicht explizit einen Schlafstream machen. Nee. Also mehrere Stunden das oder so ich. Da das einfach nicht. Liegen und schlafen. Ich aber der hat echt gepennt. Aber hat das Unge nicht mal gemacht? Keine Ahnung. Wenn ich irgendwie Streams gemacht, wo er einfach irgendwie 8 Stunden pennt. Keine Ahnung. Und dann weitermacht. Aber ein Typ ist einfach eingepennt und dann kam halt eine riesen Donation rein. Super gut. Ich hab Pizzasocken an, ja. Alter, geil. Geil. Ich hab Lebkuchensocken an. Lebkuchenmannsocken. Die sind auch cool. Gingerbread Man. Geil. Ja. Ich hab Star Wars Socken an. Krass. Mit von einem X-Wing, der hinter dem Mond vorbeifliegt. Die der man nicht sieht. Der nicht von der Sonne angestrahlt wird. Ja, Mensch, Utz. Utz, jetzt grüß dich doch erstmal. Hat das noch. Grüß Hallöchen. Dich doch erstmal. Markus fragt, ihr habt aber nicht getrunken, oder, Freunde? Nee. Natürlich nicht. Ach so, ich hab das anders interpretiert. Ihr habt doch nicht getrunken, oder, Freunde? Stimmt auch. Ja. Wir haben nicht getrunken, oder, Freunde? Lord. Lord 555, dankeschön. Nee, nur 2,5. Nee, das ist ein V, das ist ein römisches 5. Ach so. Ja, okay. Ja, ist gut, gell? Stimmt. Vielen Dank. Dankeschön. Mark Content, viel Spaß mit unseren quirligen Emotes. Und jetzt musst du sie benutzen. Ja. Das ist tatsächlich Gesetz. Ja. Du kommst nicht drum rum. Literally. Ja. Ach ja, da fällt mir gerade was ein. Ich will euch ja hosten. Ich mach das mal gerade. Ach, mach das doch mal. Ja, ich mach das mal gerade. Ja, frohe Weihnachten. Verfrüht an den Mark Content. Ja, voll schön. Voll schönes Weihnachtsgeschenk. Oder Lord von 55. Genau. Lord sein. Von 55. Einfach mal frech reinhosten. Oder Lord Version 55. Ja, auch. Ja. Auch. Oder Lord Wirklich. Und V, das ist einfach sein Vorname. Ja. V. Ja. Aber der Das ist ein Nachname, wenn dann. Oder das Lord V. Lord V. Ja. Der 55. Oh. Ja, Celestion, danke schön für den Host.
Grüße gehen raus. Ich weiß gar nicht, ob schon jeder mitbekommen hat eigentlich von den Leuten, die zuschauen. Wir haben ein sehr spezielles Angebot für euch. Wir haben so einen wunderbaren, extra krassen High-End-Designer-Kalender tatsächlich produziert, zusammen mit anderen frechen Leuten. Warte, da ist die Kamera. Oh Gott, ich gucke immer auf den Chat. Soll ich die dann mal in die Kamera sliden? Ja, damit? Tu mal den frechen Kalender hier. Sorry. Oh, den muss ich noch kaufen. Ja, wir haben jetzt tatsächlich die dritte Auflage produzieren lassen. Schaut mal, wie sexy der ist, Mann. Kennt ihr den? Utz, kennst du den? Wer ist das? Schau mal, wie sexy der ist. Der Tristan. Oder ist der Utz? Sind beide sehr sexy. Schau mal, wie er frech in die Kamera linst. Ich gebe euch jetzt einen exquisiten Einblick. Aber schnell doch lauf. Bitte? Ganz schnell. Ja. Das ist schon NSFW, glaube ich. Weil wer das nicht auf der Arbeit zeigen kann, der... So, mehr gibt's nicht. Falsche Arbeit dann. Richtig sexy, richtig sexy. Hört mal, was davon sieht man denn schon im Internet? Ihn. Ja, mittlerweile sind, glaube ich, ziemlich viele oben, aber im Shop. Im Shop, den Ben sieht man doch. Im Ben Shop. Sieht man, genau. Schaut mal, wie wunderschön das ist. Das ist übrigens das Schild, das hier hinter dir hängt. Dieses Schild. Ach ja. Das wird vielleicht dich anfassen. Verstehe. Ja. Vielleicht ein bisschen weg davon bleiben. Und sogar Leute mit Tagen, die markiert sind. Wie? Wer ist markiert? Die Tage? Jeder Tag. Die markiert, ja. Und wie? Mit Zahlen. Krass. Ist ja voll untypisch für einen Kalender. Ja, läuft auch. Ja, schon. Vielen Dank. Ich hätte gar nicht erwartet. Ist echt so. Das, damit weißt du immer, dass das Tag ein ist. Tag ist. Und wie viele Tage der Monat hat. Wir haben sogar bedacht, Leute, dass nächstes Jahr Schaltjahr ist. Hey, da hätte ich selbst nicht dran gedacht. Ja. Da hatten wir ein paar andere Schlaue im da Team. Da müsst ihr halt echt mal drauf kommen erst, weißt du? Die Strolche-Team, die haben da mitgedacht. Ein paar schlaue Köpfchen. So ja. Gekauft. Dankeschön. Sehr gut. Ich habe heute auch 5 Stück gekauft. Nice. Ja, einen fürs heute Klo, auch ein paar Snacken. Einen für neben den Schreibtisch, einen fürs Schlafzimmer. Übers Bett. Eins fürs das Badezimmer, Bett, Badezimmer, ja. Vielleicht muss ich noch ein paar kaufen. Ja. Für jedes Zimmer mindestens 2. Ja. Mindestens. Schon. Ja. Mir fehlen dann noch welche. Marzus vielleicht mal neu laden oder so. Keine Ahnung. Alte F4. Versteht das auch nicht. Ich habe eins Auto gehängt. Ja, das ist auch sehr gut. Sehr guter Pro-Tipp. Ja, tatsächlich. Für Sommer und Winter. Wenn man den zwischen die Windschutzscheibe da hängt, dann gefriert es nicht. Echt so. Weil und das so wird nicht so warm im Sommer. Auch super gut. Oder T-Shirts passen mir leider nicht. Wir sollten langsam mal wieder neue, ja, neue diverse ordern Größen und ordern. Vielleicht auch mal eine Umfrage machen, wer welche Größe braucht und so. Mal bitte alle, die noch nicht in unserem Discord sind, Ausrufezeichen Discord, mal kurz da rein sliden, weil da wird dann demnächst mal eine Umfrage starten, würde ich sagen. Ja. Habt ihr übrigens schon gesehen? Das ist auch ganz wichtig. Auch ganz, ganz wichtig. Heute. Ab heute. Heute frisch rein. Oft gekaufte Artikel oder wie heißt es? Häufig zusammengekaufte Artikel mit dem Kalender auf der Seite indiestreuche.de müsst ihr euch unbedingt reinziehen. Ja. Sehr, sehr wichtig. Muss ich mir das jetzt angucken oder verratet ihr mir das? Du darfst es dir später angucken. Ich kann es auch schnell. Okay. Oder ja. Der Markus schaut schnell. Leaken. Warum funktioniert dieser Bot nicht? Weiß nicht. Ist eigentlich ein recht safer Bot. Was habt ihr denn? Den Blechkellebot. Den Blechkellebot. Den kenne ich. So. Hier. Andere kauften auch. Das ist schön. Das ist sehr schön. Jetzt habe ich schon abgeschickt. Was denn? Ja. Wer ist denn die Frau eigentlich? Ach so. Ja, wollt ihr unser Programm übernehmen? Wollt ihr den Stream machen? Ey, nicht so viel Energie reinstecken. Sorry, mein Fehler. Wolltest es ruhig angehen lassen heute. Stimmt. Gesagt, ja. Sorry, die beiden bringen mich einfach auf die Palme halt, weißt du? Wir hatten es ja vorhin schon.
Du hattest ja auch schon gesagt, dass du die ganz unangenehm findest. Ganz, ganz von furchtbar. Ja. Utz. Von wem reden wir gerade? Vom Utz. Ach so. Und vom Marzus. Ja, die grüßen mich ständig. Ja, ganz schlimme Menschen. Ja, furchtbar. Aber Leute, grüßt euch doch erstmal. Erstmal alle grüßen. So, ja, wir haben heute einen Gast mal wieder, wie ihr sehen könnt. Ja. Wo? Der Markus. Hi. Oh Gott, okay. Marzus. Nee, Markus. Hallo Ben. Du bist ja der richtige Markus. Ja, aber ich bin mit K. Ja. Hallo Ben. Grüße dich. Benni. Küsse auf deine wunderschönen Augen. So, erzähl doch mal, wer bist du? Was machst du? Und wieso? Wieso ich was mache, okay? Und wieso du bist? Wieso ich bin? Ja, und warum weil du so bist, wie du meine bist. Eltern sich irgendwann geliebt haben und dann kam ich irgendwie dabei raus. So. Das ist das Warum. Okay, wer? Viel zu viele Informationen. Aber wie soll es sonst gehen? Haben sich deine Eltern nicht geliebt? Das ist eine komplett andere Story, okay? Wie fühlst du dich dabei? Was machst du und warum? Also erstmal, ich heiße Anja. Hallo Anja. Hallo Anja. Und bin ganz gern so in dem Internet, auch auf Twitch unterwegs und heiße da Celation. Viele sprechen es irgendwie auf Französisch aus, ist aber eigentlich ziemlich egal. Celestion. Ja. Also Spanisch geht auch, sind auch manche Leute, Celestion. Die gerne Celestion, Spanisch ja. reden. Aber das ist mir eigentlich egal, also ich komme mit allem klar. Ich streame relativ viel Games, also hauptsächlich Games und hauptsächlich auch Indies. Und Indies sind echt Schmutz eigentlich. Ja, ganz furchtbar. was war Emote. Noch? Warum? Warum ich das mache, warum ich streame, ja. ist wahrscheinlich, wie ganz viele Leute sagen, weil sie Langeweile hatten, trifft bei mir fast genauso zu. Ich spiele unglaublich gerne mit anderen Leuten zusammen. Man hat halt immer das Problem, dass aber auch super schöne Spiele rauskommen, die halt als Singleplayer, die man nur als Singleplayer spielen kann. Und ich wollte die immer spielen, aber ich hatte keine Lust, alleine zu spielen. Und deswegen streame ich jetzt, weil dann Leute mit dabei sind, während ich das spiele. Was habe ich noch vergessen? Wer? Was? Warum? Was? Wann vielleicht noch? Wann? Was? Wann? Wann streamst du? Achso, unter der Woche montags, mittwochs und freitags immer abends. Und wohin? Ins Internet. Ah. Krass. Zu mit fremden Menschen. Mit dem Strom dann wahrscheinlich. Ja. Nach Hause. Wie? Fremden Menschen nach Hause. Ja, genau. Hä? An deren Computer. Oder wo auch immer sie gerade mit einem Mobiltelefon unterwegs sein und reingucken möchten. Und weißt du, wo die sind? Das weiß ich nicht. Hä, ist das dann einfach... Wie willst du die dann finden? Wirfst du dann einfach raus? Ja, ich gehe dann einfach raus und werf so Flyer um mich. Ah, so, guckt rein. Okay. Krass. Ja. Das Guerilla-Marketing. Auf jeden Fall scheint zu funktionieren. Ja. Streamen tut man, um reich zu werden. Oh ja, Ja. Eindeutig, klar. Ich bin auch mit meiner fetten Limo hier angefahren. Ja, da war erstmal die Polizei da, hat geschaut, dass hier nichts schief läuft. Dass wir hier keinen Unfug treiben. Ja. So sieht's aus. Mumpitz. Und haben schon unser Heli gelandet eigentlich. Auf unserem Helikopter landen. Ja, ihr müsst es extra einbauen, dass ja. ich da ja. hinkomme. Ja, du wolltest ja anders nicht kommen. Ja, deswegen haben wir es auch verschoben um 2 Wochen. Ja, ja, eigentlich wollte ich vor 2 Wochen. Ja. Ja, da kam leider was dazwischen, da war mein Butler krank. Ja. Mist, dein Butler fliegt dein Helikopter? Ja. Nee, der hätte die Orangensorbet zubereiten ja, müssen. Ja, der muss ja mein Frühstück machen ja. und ohne Frühstück kann ich ja nicht rausgehen. Klar, ja. schon vollkommen richtig. Major Spanker, Hallöchen. Irgendjemand hat vorher noch guten Morgen gesagt und ich habe es voll übersehen. Ich glaube, Hidetoshi war es. Guten Morgen. Gumo. Gumo. Der Trend geht eindeutig zum Zweitbutler. Ja, ich habe mir das auch überlegt, aber ich will nicht so Hipster sein und dann direkt immer da mitgehen mit dem Trend. Was macht der Hipster dann stattdessen? Naja, guck dir die Hipster heutzutage doch an. Die machen genau das. Sie gehen so. Mit dem Trend. Verstehe. Ja, das stimmt. Ja. Das ist ja auch hip. Ja, eben. Ja, ich hasse Hipster auch. Ekelhaft. Ja, die immer mit ihren langen Haaren und tätowierten komischen Armen. Brillen. Und, ja. ja. Richtig Müll. So, und wie, um mal den roten Faden aufzusammeln und überanstrengend dich nicht, ne? Hinter den Vorhang zu blicken. Möchtest du den Satz noch beenden, oder? Das ist mein Gehirn, das läuft aus meinen Ohren raus, gerade wenn ihr es nicht sehen könnt, weil ich so
Matschbinden. Wie kamst du ursprünglich darauf zu streamen? Also wie ist das entstanden? Du hast gesagt, dir war langweilig und du würdest gerne mit Leuten. Also du findest es schön, dass. Also wir wissen, warum du es gerne machst, Ja. aber wie ist es passiert? Wie kamst du zu Twitch oder? Wie kam ich zu Twitch? Also, ich habe mein erstes Studium abgebrochen. Was hast du studiert? Angewandte Chemie. Damn. Also nice. War eigentlich ganz cool, aber die organische Chemie und ich, wir wurden einfach keine Freunde. Und dann hatte ich halt erst nichts zu tun, so, weil ich nicht genau wusste, was ich machen will und wo ich hin will und so Dreht weiter mal und so beim Steve fort. die Bitrate hoch. Hat auch ein bisschen gebraucht, Ein ne? bisschen gedauert, ne? Wo war ich? Genau, dann habe ich ein bisschen überlegt, was ich so machen kann. Und in der Zeit hatte ich einen Kumpel, der eben auch auf Twitch gestreamt hat. Und der hat mir das dann so ein bisschen gezeigt. Da hatte ich gerade, ich glaube, wir haben da eine ganze Weile irgend so ein MMO gespielt. Ich habe vergessen, wie es heißt. World of World of Warcraft. Warcraft? Nee, Echo of Soul hieß das, glaube ich. Und die Leute, mit denen ich das gespielt hatte, haben irgendwann keinen Bock mehr. Und dann saß ich wieder da und wusste nicht, was ich spielen will. Und dann habe ich, dann kam, da kam gerade No Man's Sky raus, neu. Und dann habe ich das gespielt. Und es war, glaube ich, das erste Singleplayer-Game, was ich auf Twitch gestreamt habe. Und so ist das irgendwann entstanden. Und früher noch mit so einem richtig alten Bildschirm, mit einem Fernseher oben an der Wand, wo dann der Chat lief. Und so einem richtig Oldschool-Billig-Headset mit so einem furchtbar schlechten Ey, Mikrofon. sehr schön. Also richtig, richtig Ja. Hightech war ich Hat da unterwegs. die da mal durchgemacht. Da, ja, Ja. da waren wir alle mal. Apropos Billo Mikrofon, ich habe unsere letzten Videos mal angeschaut und da war der Sound echt madig. Ja. Wie ist denn der Sound gerade? Ist das okay oder ist das alles so ein bisschen, als hätten wir die Mikros gefressen? Also ich finde, es klingt ganz real so, wenn du redest. Ja, bei mir kommt es Echt? auch Ja. gut an, ja. Ja. Also Na dann, Bitrate passt, gute Sample Rate auch. Qualität. Dann passt's ja. Ja. Das ist okay, aber der Content ist schwierig. Sela ist leiser als die anderen. Soll ich ein bisschen Du lauter musst reden? schreien einfach. Wie kann denn das sein? Die zwei Ist immer hier. einer, ey. Ja, wir haben einfach sehr durchdringende Stimmen. Ja, Ich wahrscheinlich. glaube, Das ist auch Moderation bei kann ich Männern immer besser, so. Die haben Utz. einfach eine dunklere Stimme und dadurch hört man sie besser. Nein, ihr sollt das ausmachen. Was sollen wir ausmachen? Mich. Nee, uns. Uns selbst. Und selbst. Ja. Moderation könnte ein bisschen besser. Aber ich find das richtig schön, wie die Stimmung so bei euch ist. Ja, ist Was denn? Da, dass So ihr. liebevoll? Ja! Schon. Ich finde es richtig gut. Wir haben uns aber auch alle lieb. Ja, ich merke Also es das. gibt keinen einzigen Menschen im Chat, dem ich gerne aufs Maul hauen würde. Gibt's echt nicht. Nein? Nee, bei mir auch Nicht nicht, aber für eine gute Voraussetzung. so ein Drehkick. Da wäre ich dabei eigentlich. Ja. Vielleicht zwei. Zwei Drehkicks. Zwei Drehkicks. Und zwei Könnt ihr Leute. das denn Ah. auch? Ja. Ja? So richtig hoch, Gerade dass ihr noch auch so, den ja. Kopf trefft? Ja. Ja? Ja. Hm. Schon. Aber aus dem Stand. Also ich würde ja jetzt sagen, zeigt das, aber vielleicht geht irgendwas dabei kaputt, das wäre nicht so gut. Ah. Bestimmt. Und wir können es auch nicht vor der Kamera machen. Nee. Nein? Nicht, Kein Platz nicht leider. erlaubt. Weil Füße zeigen Kommt die und so. Content-Polizei dann. Ja. Ja, moin. Moin, Propan bin. Propan bin, hallo, grüße dich. Schön, dass du da bist. Und Lord, wir wissen immer noch nicht, wie genau das ausgesprochen wird, aber wir lieben dich auch. Im Namen von allen hier. Lord V für die Five. Anja, wen findest du netter, Steve oder Markus? Ja. Ja. Das ist eine diplomatische Ja. Antwort. Ne? Ja. Können wir Ich finde Markus netter als mich. den eigentlich bannen? Den komischen, ne? Heißt der nicht auch Markus? Ja, aber mit Matus. C. Ah, mit C. Ja. Ah, sowas. Okay. Mal Content. Und ich bin mal Kunst. Cool. So kann man uns unterscheiden. Ja, gut. Weil man muss echt zugeben, mal Content liefert Content. Ja? Ja. Und dann macht es darum, dass wir es nicht machen. Ja. Soll halt er Soll streamen. halt er streamen. Wieso streamt er nicht? Verstehe ich auch nicht. So klingst du. So Einfach klingst du, Lord. wenn du redest. Einfach Lord. Okay. Okay. Kam Voldemort. mal von Voldemort. Ah, Lord. Ah. Ah. Was Lord wie ist überall belegt? Lord. Kicken, okay, keine Würfel, please. Hallo Walla. Hallo Valerie. Schön dich zu Schön, dich zu sehen. sehen. Geht's dir Oder gut oder zu schlecht? lesen. Geht's dir gut oder schlecht? Das ist Steves Standardspruch jeden Morgen. Ja. Okay. Ja. Meine Weil ich. Standardantwort wäre dann ja. Ja, sag ich auch meistens. Ja. Ja. Ist schön. Okay.
Ich habe gerade gesehen, ihr habt da hinten diese coole Note, die so geil Musik macht. Ich finde Automatone. So Automatone. Oh Gott, das geht schief. Ja. Ich glaube, die ist sogar leer. Nein? Das ist ein bisschen witzig. Was kannst du Star die Wars? Star Wars Musik? Also komplett? Hab ich jetzt nicht rauserkannt. Aber nice try. Ich gebe mir mehr Mühe. Ich gebe mir mehr Noch Tetris, oder? Ah, jetzt, okay. Läuft die gerade im Hintergrund? Wer läuft? Ja. Aber nicht die. Ah, okay. Die er spielt. Okay, ich dachte gerade, ich höre irgendwie. Spielt denselben Song nochmal. Nein. Schade. Oh. Spartan! Hallo. Chief! Wir sind heute ein schön, bisschen Sie zu sehen. Moin. Seid ihr auch so langsam wie ich? Nö. Ich bin massiv langsam. Ich hab irgendwie null Zeitgefühl. Ich denke, es ist schon 5 Minuten erst rum, aber irgendwie auch nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich vorhin mit offenen Augen vor meinem PC eingeschlafen bin. Ja. Ja, bitte, organisiert mir sowas. Hätte ich auch Bock. Automaton ist geiles Dann Ding. Dann übe ich das. Bestes. So, wo waren so wir waren stehen? Du hast dein Studium abgebrochen. Ja. Und hast dann angefangen zu streamen, bist ja reich geworden, hast nie wieder was anderes gemacht. Genau, ja. Du warst cool. Nein. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht zum Bauzeichner. Die zum ich Bauzeichner? Ja. Krass. Die habe ich dann noch durchgezogen. Krass. Also 2,5 Jahre ungefähr. Kann man dich buchen? Nee, kann man nicht, weil ich diesen Job nicht mehr anfassen werde. Aber war ganz okay. Also, wer das macht, ist ganz cool, der Job. Man verdient bestimmt auch gut, aber Spaß hat man nicht. Also, ich zumindest nicht. liegt aber vielleicht auch an meiner Wir Firma. Wir Bauzeichner hier im Chat? Bauzeichnet da jemand? Oder Architekten? Statiker? Also, wieder was anderes. Haben wir Statiker? Ich kenne einen Bauzeichner. Ja? Ja. Der macht das immer noch. Ja? Ja. Ach ja, es gibt viele, die da Spaß dran haben. So ist ja nicht. Aber für mich war es nicht. ja, und dann bin ich jetzt wieder am Studieren. Und zwar ein wundervolles Studienfach, das sich interaktive Medien nennt. Nicht Chemie. Nicht Chemie, nein. Aber nah dran. Auch nicht unbedingt, nein. Wenn du ein Chemiespiel machen willst oder ein ja, das Chemie-Interaktions-Bla. Ja. Oder eine Webseite für eine Chemiefirma. Ja. Interaktive Medien sind Müll, meine Meinung. Ja. Ich glaube, das musst du gar nicht als deine Meinung deklarieren. Nee, das ist allgemein Usus. Ja. Meine Mama war Bauzeichnerin. Bauzeichner ist ein überraschend weit verbreiteter Beruf, stelle ich gerade fest. Ja, ist auch wichtig. Ja. Schon? Vor allem, da gibt es aber verschiedene Arten von. Ja. Also, Spartan, danke schön. Alter, schon Alter. 21 Subs verschenkt. Geil. Jeez, Louise. Vielen Dank. Und Nachthexe und Kiwilein, viel Spaß mit dem verfrühten Weihnachtsgeschenk. Willkommen in der Fam. Das hat jetzt ein bisschen lang gedauert. Ja, sie steckt sich auch immer noch aus, was er als nächstes sagen wird. Während ich schon spreche. Während, du sprichst, während ja. ich schon spreche, das ist das Geheimnis. Das ist, du musst so auf Zack sein halt. Wie war deine Mama Bauchzeichnerin? War das eine Frage an ihn? Vielleicht. Ich bin immer noch für Voxels. Gutes Gespräch. Wo waren wir jetzt? Das ist unterschiedliche Arten von Bauzeichner. Ja. Ja. Und zwar, wenn ich es noch rauskriege, also es okay. gibt Tiefbau, Straßen und Landschaftsbau in einem. Mist. Dann Hochbau, ja. genau. Ingenieurbau. Seitwärtsbau. Seitwärtsbau, klar, ja. Richtig. Und noch irgendwas, oder was ist schon? Das reicht, glaube ich. Ich glaube, das reicht, ja. ja. Ich war Tiefbau, also alles, was unter der Erde. Straße und darunter. Krass. Also ich würde euch aber auch empfehlen, also ich gehe nicht davon aus, dass ihr das irgendwann mal machen wollt, aber ich würde euch empfehlen, niemals einen Kanaldeckel zu öffnen und da reinzusteigen. Wieso? Weil es ein bisschen eklig ist tatsächlich. Da hätte ich schon Bock drauf. Ja? Ja. Echt? Ich kann dir sagen, wie du ihn aufmachst. Ja? Hm. Aber wisst ihr, was krass ist? Diese Deckel, die sind rund.
Es gibt auch viereckige. Ja, aber die sind dumm, weil die können reinfliegen. Ja. Und die runden nicht. Toll, Abendplanung im Arsch. Warum? Ja, weil wir jetzt online sind und so grandiose, energiegeladene Unterhaltung bieten. Das machen wir tatsächlich. Macht doch total Spaß, solche Kanalschächte aufzumessen. Mhm. Auszumessen? Ja. Ich bin früher in Kabelschächten rumgekrochen. War weniger eklig, eher muffig. Mhm. Oh, ja. Wir haben vor dem Stream chronisch gebaut. Was passiert dann, wenn man da runterkrabbelt? Dann kommt ein Clown und frisst dich. Ja, genau. Ja. Das ist meine größte Sorge tatsächlich. Deswegen habe ich es noch nicht gemacht. Hätte ich richtig Bock. Okay, nee, also im Normalfall hat da kein Clown Platz hier in Deutschland, weil die Wasserschächte meistens nicht so groß sind. Also kommt natürlich darauf an, wo du wohnst. Hast du S gesehen da unten? Das ist ein volles Riesenlabyrinth. Habe ich nicht gesehen und ich schaue keine Horrorfilme. Ich bin völliger Horror-Meider. Immun dagegen quasi. Hast du irgendwann mit. Hast du irgendwo dran konkret mitgearbeitet? Ich frage nur, wenn man dann eventuell großräumig umfahren sollte. Nee, keine Sorge. Nee? Ich habe meistens Pläne gefalten. Und hättest du jetzt auch Spaß an sowas wie City Skylines oder so? Als Bauzeichner? Als Bauzeichner. Wie das Spiel jetzt selber spielen? Ja. Oder ja? Ich habe das gespielt. Aber mir wird sowas immer schnell viel zu groß und zu unübersichtlich. Ich bin da nicht so strukturiert. Dann war Bauzeichner auf jeden Fall der perfekte Job für dich, ja? Ja, hat auch gut funktioniert. Ich war gar nicht so schlecht, ja? Wie hast du gemerkt, dass das nichts für dich ist? Es lag nicht wirklich am Beruf selber. Also ich fand das schon an sich interessant. Ich habe auch viel gelernt so, aber die Firma war einfach nichts für mich. Also das war halt dieses typische altmodische Hierarchie-Gedöns, wo du halt den Chef hast, der alles so vorschreibt und vor dem du Ja und Amen sagen musst, egal was ist. Und wenn er mit dir ein Gespräch führen will, ist es meistens eher so ein, er redet und du hörst zu. Ja. Okay, klar. Ja, und deswegen war ich da nicht so gerne. Unangenehm. Ja. Eher. So wie bei Ludopium, habe ich gehört. Ja. Oder arbeiten halt auch nicht viele Leute. Und die arbeiten auch nicht wirklich. Ja. Das sage ich doch. Ich meine, die machen halt einfach, die pimmeln den ganzen Tag nur rum. Ja. So wie bei, ich meine, da ist Backwoods. Das ist schon tüchtig dagegen. Aber halt auch nicht. Du meinst Müllentwickler Bäumer. Müllentwickler Bäumer, ja. Klingt wie bei der Lochmann Media GmbH. Benjamin Lochmann Media GmbH. Benny Lochmann, Spieleentwickler. Klingt wie die stinknormale Berufswelt. Ja, deswegen meinte ich ja so die ganz normale altmodische Hierarchie. Benny Media. Wäre eigentlich ein besserer Name. Einfach weil er kürzer ist. Ben, no hate, aber alles wäre ein besserer Name. Ja. Das bin ich mir noch mal in der Media GmbH. Wo geht denn die Befragung der Sendung hin? Ich habe den Anfang verpasst. Ja, wir haben den Lügendetektor auch schon abgebaut eigentlich. Habt ihr sowas? Das wäre voll cool. Klar. Klar. Nee. Ja, und dann hast du gedacht, nee, ist scheiße, mach irgendwas mit Medien. Ja. Naja gut, ich habe halt währenddessen angefangen mit Streamen und habe dementsprechend auch mehr einfach mit all dem zu tun gehabt, also und Webseiten etc. Und deswegen warst du da dann direkt erfolgreich beim Streamen oder wie lief das? Nee, würde ich jetzt nicht behaupten. Also ich habe am Anfang, keine Ahnung, wie man das halt so kennt, so für 3 Leute gestreamt und alle 3 kannten mich schon vorher, also es waren halt irgendwie Freunde so. Ich hatte aber irgendwann, ich glaube, das war immer noch No Man's Sky, hatte ich mal einen Zuschauer, den ich nicht kannte. Da war ich richtig glücklich drüber. Das glaube ich, ja. Nur kam der dann nie wieder, als ich aufgehört habe, No Man's Sky zu spielen. No. Das war ein bisschen traurig. Ich vermisse ihn heute noch. Und wenn er das jemals hört, weißt du noch, wie er heißt? Nein, leider nicht. Oh. Ist zu lang her. Was? Wie lange nimmt Steve im Glas, bis es aber endlich leer ist? Aber leerer als... Hallo? Ich trinke hier genüsslich vor mich hin. Ja, ich auch. Ich kann nicht schneller. Der arme Markus muss verdursten. Warum muss Markus denn verdursten? Weiß ich auch nicht. Pappelapapp, ey. Weil ich Arme hab. Achso, da fehlt Bindestrich. Der arme Markus. Ja. Ah. Das hat jetzt ein bisschen gedauert. Und hallo Tose. Ja, Tose, grüße dich. Willkommen in unserer energiegeladenen Runde. Ja. Also 2 von 1 sind energiegeladen. 2 von 3. 2 von 2 sind energiegeladen. Die andere ist heute nicht so auf ihrer Höhe irgendwie. Du hast nicht so viel Bock heute, gell?
Nein, überhaupt nicht. Eigentlich würde ich gern wieder heimfahren, aber es ist so weit, deswegen kann ich jetzt ein bisschen bleiben. Richtig. Ja. Und nach No Man's Sky kam die Minecraft-Phase. Ja, da hat er tatsächlich recht. Also ich habe dann immer mittwochs Minecraft gespielt. Und ich Minecraft mit Mittwoch halt. Ja, Mimi-Tag habe ich das ganz lieb genannt. Und dann ging's, also Minecraft ist halt irgendwie aber auch so ein Zuschauermagnet irgendwie. Wobei die meisten reinkommen und fragen, ob man PvP spielt. Und da habe ich dann halt gesagt, nee. Sorry, nicht. Nee, ich will einfach nur bauen. ja, und dann lief es besser mit der Zeit. Dann habe ich immer weiter Minecraft gespielt und habe dann auch irgendwann halt Modded Minecraft viel gemacht. Und dann kam ich auf ein Modpack, das sich Chisel and Bits nennt. Sagt euch das was? Bin aus dem Minecraft-Game, nee. Bin ich voll raus. Ja. Ich habe nur Vanilla gespielt. Okay. Das ist rein theoretisch ganz simpel zu erklären. Du hast ja den normalen Block, also den Grasblock zum Beispiel, ja. Und der hat ja schon selber so ganz kleine Pixel, ja. Verschiedene Farben. Und die kannst du einzeln rausnehmen und auch einzeln wieder hinsetzen. Das heißt, du kannst viel mehr Detail in die Sachen reinbringen. Also kannst du quasi in dem einen Block Bilder malen oder so. So zum Beispiel, ja. Oder halt Fenster modellieren, ja. Und so. Und nice. Da habe ich dann zum Beispiel Hobbingen nachgebaut. Ach was. Also Hobbit-Höhlen und so verschiedene Szenen aus dem Film selber. Abgefahren. Und da ging es dann doch schon sehr bergauf. Und irgendwann hatte ich dann aber keinen Bock mehr, weil unser erste Server konnte nicht mehr bespielt werden. Dann haben wir einen zweiten aufgesetzt. Der war dann nach kurzer Zeit irgendwie auch nicht mehr so besonders toll. Und dann war irgendwann die Luft raus. So. Und aktuell, also ich hatte schon mal wieder Bock, aber ich habe gerade irgendwie andere Spiele, die mich mehr reizen als Minecraft. Ja, kann ich verstehen. Ja. Aber ja, also ich habe dann irgendwann angefangen, ein bisschen auch von Minecraft wegzugehen und habe dann. Und Minecraft hat dir aber dann einen Haufen Zuschauer gebracht, oder? Ja. Entschuldigung. Ja, also es sind ein paar auch noch da von damals. Toshi zum Beispiel. sie sind schon sehr, sehr lange da. Ich habe dann irgendwann angefangen, einen Testtag einzuführen, wo ich immer ein Spiel teste. Also meistens waren es halt Indie-Spiele oder Spiele, die halt kaum einer kennt. Und habe das dann halt, erstmal habe ich es Let's Test genannt, ganz banal. Mittlerweile heißt es Teststreifen, weil Zebra und Streifen und fand ich irgendwie witzig. Die Idee hatte aber jemand anders. Ein Zuschauer von mir hatte die Idee. Also die Lorbeeren gehen an ihn. Und ja, da probiere ich immer noch. Also ich glaube, ich bin jetzt schon bei 80 Spielen oder so, die ich getestet Krass. Habe. Jedes Mal ein anderes? Ja, also ich habe eine ganze Weile immer versucht, immer so 2 Stunden ein Spiel und ich streame immer so 4 Stunden ungefähr. Und dann hatte ich halt immer 2 Spiele am Tag oder halt an einem Tag eben die 2 Spiele, aber das war irgendwie dann zu kurz. Und manche Spiele brauchen nicht nur 2 Stunden und dann habe ich halt immer eins auf Reserve, falls das erste dann zum Beispiel eine Beta ist und nicht so viel Content hat und dann... Ja, und so werden es immer mehr schöne Spiele. Und ich, also das Coole, was ich halt so cool daran finde, dass ich die Spiele halt anteste, ist, dass mir danach auch immer Leute schreiben, cool, ich habe mir das jetzt auf die Wunschliste gesetzt, ich schau mal, was da noch passiert und dann kaufe ich mir das vielleicht. Und das ist irgendwie, also viele sagen, sie finden da immer mal wieder ganz nette Spiele. Das und ist cool, das, ja. Das ist macht schön. Halt so, Spaß. So ein Indie-Kurator quasi, ja. Das ist schon schön. Und seit wann ist Can't Drive das dein Lieblingsspiel? Seit Montag eigentlich. Seit Montag, ja. Ich habe Montag mit meiner besten Freundin Can't Drive das gespielt, weil ihr gesagt habt, wir spielen das hier mit der neuen, die neue überarbeitete Version. Und da musste ich mir natürlich vorher angucken, wie es ist oder wie es aussieht. Und es sind sehr witzige Clips dabei rausgekommen. Muss ja. Mal anschauen. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Spiel und macht gerade zu zweit viel Spaß. Ich finde es auch sehr witzig, dass ihr reingeschrieben habt, es kann Freundschaften zerstören. Mhm. Also ich hatte das Gefühl, dass meine beste Freundin und ich jetzt noch ein bisschen enger zusammengewachsen sind. Ah, schön. Also es zerstört keine Freundschaften. Es kommt darauf an, wie stabil die Freundschaft ja, ist. Ja, das stimmt wohl auch, ja. Wir hatten ein Ehepaar, das es gespielt hat. Die haben es danach als besser als Marriage Counseling beschrieben. Das fand ich nicht ganz schön. Also besser als Eheberatung. Ah, kann ich mir vorstellen. Ja. Weil man sich halt doch irgendwie ein bisschen anschreit. Ja, vor allem bei Can't Drive This, da kommt das Innerste vom Menschen zum Vorschein halt, ne? Also es gibt ja den Spruch, so, wenn du einen Menschen wirklich kennenlernen möchtest, dann lass spiel ihn... mit ihm Can't Drive This. Dann spiel mit ihm Can't Drive This, genau. Ja. Ich habe irgendwann angefangen zu singen. Dann haben wir uns einen Buchstaben rausgesucht und damit immer irgendwelche, also Wörter, die mit dem Buchstaben anfangen, vor uns hingeprabbelt. Dann haben wir wieder ein bisschen rumgeschrien. Es war sehr witzig, ja. Es war durchaus sehr, sehr witzig.
Die haben sich doch locker scheiden lassen danach. Ist auch eine erfolgreiche Art, eine Beziehung zu verbessern. Ja. So. Wenn es halt eh schon hier schon bröckelt. Manchmal braucht man halt den Schubs. Ja. Also einfach, wenn man zum Beispiel Freunde hat, wo man denkt, okay, die könnten vielleicht mal wieder was Neues brauchen, einfach kein Drive das spielen lassen. Ja, oder wenn du Freunde hast, bei denen du denkst, was sind die es wert? Brauche ich den nicht mehr. Ja. Das ist ein guter Tipp, ja. Und entweder es wird danach richtig gut, oder ist es halt vorbei. Ja. Und in so oder so ist es besser. Ja, eigentlich echt ein guter Tipp. Solltet ihr auch in die Spielbeschreibung reinnehmen. Ja? Du hast ein befreundetes Pärchen, wo du einen davon nicht magst. Hier, spiel kein Finde ich sehr das gut. Das ist gut. Ja. Und diese Tasse ist so riesig und so schwer. Ist auch wenigstens viel drin, oder ist das nur eine Lieblingstasse? Es ist sehr viel drin, ja. Er ist schon kalt, aber ist trotzdem gut. Ich spiele Magicka. Das habe ich, glaube ich, mal gespielt. Ist das? Das ist... Oh. Ich auch nicht. Also entweder ich verwechsel das gerade und man läuft da mit zwei so Magiern rum auf irgendeiner komischen Welt und kann verschiedene Dinge... Oder es ist das Karten... Nein, das heißt ja Magic. Magic. Ihr kennt nicht Magicka. Nee. Nein. Das neue Beziehungsorakel. Ihr müsstet dann wie Netflix so nach 15 Runden einblenden. Mögt ihr euch immer noch oder wollt ihr weiter spielen? Finde ich sehr gut. Bis zu 4 Magier. Habt ihr schon mal was von Unity ML Agents gehört und was haltet ihr davon? Was ja und gut. Was sind ML Agents? Machine Learning. Ah, Agents. Jetzt. Ich glaube, ich schenke Steve und Markus, dann spielt ihr zusammen bitte. Okay. Mach das mal. Okay. Gute Idee. Aber Captain Castfast, ja, was genau willst du mit den Unity ML Agents machen? Oder? Ja. Explain. Explain yourself. Ich muss weg. Okay, ciao. Mach gut. Zeit wird's endlich mal Content hier. Und jetzt kann ich mich da in die Ecke flätzen. Ja. Scheiße. Sehr gut. Habe ich da Magicka gelesen? Ja. Hallo, Variona. Ah. Endlich Platz hier. Endlich. So, jetzt geht's los. Endlich jetzt kann's losgehen. Für schlafen. Sieht man jetzt meine Socken gut? Ich denke. Ich kann ja da liegen. Okay. Ah, so ist gut. Ja. Man kann das Ganze auch komplett als Notschlafbett ausziehen, dass man das auch noch ausfährt. Praktisch. Ja. Ja, aber vorhin, als ich mich auf die Couch gesetzt habe, habe ich irgendwie erwartet, sie wäre weicher. Ja. Und ich sink so ein bisschen ein, aber sie ist gar nicht so weich. Ich bin ein bisschen erschrocken. Kennst du das? Also wenn man zum Beispiel jetzt in Ikea geht oder so. Und sich irgendwo reinsetzt. Ja. Und entweder ist es komplett. Man erwartet irgendwas so. Ja. Das ist genauso wie wenn man eine Stufe übersieht oder denkt, da wäre noch eine, dann voll aufklatscht. Wenn es dunkel ist und man geht noch eins weiter, obwohl keine mehr da ist. Das ist so gut. Hallo Firesplash. Füße. Ja, aber mit Socken. Das Pizza. Ist erlaubt auf Twitch, habe ich gehört. Pizza. Boah, so eine Pizza. Ha? Eine Pizza wäre jetzt auch. Ja, geil, oder? Haben wir vorhin auch schon gedacht. Es gibt echt Menschen, die mögen keine Pizza. Ja. Ja. Ich kann die auch nicht leiden. Nee, verstehe ich nicht. Nee. Mit solchen Menschen möchte ich nichts zu tun haben. Ja, ich auch nicht. Wir haben eine Praktikantin, die mag keine Pizza. Ob den Color Key Filter noch an, das CT-Schild hat ein Loch. Ja, das ist in der Tat so. Hier. Dieses. Das ah! Das hast ach du so, sehr, sehr gut beobachtet. Ich glaube, wegen liegt dem da hinten, weil der Color Key Filter noch an ist. Na Gott sei Dank habe ich nichts Grünes an, ne? Ja, ich auch nicht, zum Glück. Vielleicht sollte man den ausschalten. Oder wir warten, bis der Steve kommt. Dann kann der den ausschalten. Oh, Muffins. Ich will auch Muffins. Ja, Muffins wäre jetzt auch gut. Pizza-Muffins. Pizza-Muffins. Boah, jetzt habe ich Hunger. Mann. Okay, wo waren wir? Ich weiß nicht. Bei in die Teststreifen. Ja. Ich weiß nicht, was ich sonst noch erzählen soll. Nee, passt. Und dann bist du drauf gekommen, dass irgendwas in die Richtung auch cool wäre, als Beruflich zu machen. Ich fand's, ich habe halt alles selber gemacht. Also ich habe alle Medien bei mir selber gemacht, ich habe meine Website selber gemacht. Also was heißt komplett selber, habe ich sie nicht gemacht. Ich habe sie bei Google halt gehostet und die haben ja da so Bausteine, die man halt zusammensetzen kann. Und habe dann, also was halt den Stream betrifft, die ganzen Panels und Overlays und schlag mich tot, habe ich halt alles irgendwie mal selber gemacht. Und
das hat mir halt Spaß gemacht und es macht mir auch immer noch Spaß. Und ich habe es aber halt immer so noob-mäßig zusammengewürfelt, wie man das halt irgendwelche so am Tools besten benutzt macht. Und halt Tutorials geschaut, also wie man es halt macht. Also so Gratis-Dinger, die man online irgendwie findet. Ich benutze das sogar immer noch, weil ich es halt kann, bis ich irgendwas anderes besser kann. So, ich lerne halt erst, ich glaube, ein paar Semester später Photoshop und so. Und aktuell ist es halt Illustrator und InDesign. Und ja, dann habe ich gedacht, eigentlich ganz cool, dir macht es Spaß. Steve, stopp! Wieso nicht beruflich machen? Auf dieser Kamera ist ein Filter drauf für Color Keying. Möchtest du den mal ausblenden? Weil ein fuchsiger Zuschauer hat bemerkt, dass das Kontrasteschild ein Loch hat. Jo, und die Tasse wackelt auch ganz schön. Ah, deswegen. Ich dachte mir vorhin schon, was mit der Tasse los? Aber jetzt weiß das ich sah das. Bestimmt witzig aus. Ja. Drachig, wenn ich bitten darf. Okay. Du darfst bitten. Besser? Ja. Cool. Du hast übrigens ein sehr schönes Shirt an. Dankeschön. Ich finde das auch voll geil. Ach, Cider-Man. Seidler. Schön. Habe ich von ihm geschenkt bekommen. Ja. Einfach so. Habe ich von einfach so. Irgendwelchen. Macht ihr euch echt noch einfach so Geschenke? Ja. Das ist ja voll romantisch. Ja, unsere Beziehung ist noch sehr am Leben. Oh, ich finde das sehr schön. Ja. Nicht nur so an Valentinstag. Nee. Oh, ich habe heute auch ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk bekommen. Und dann bin ich so frech und setze mich einfach zwischen euch. Ziemlich das freudig. Das fällt mir ein. Echt so. Oh, ist unmöglich. Jetzt bin ich wieder da, wo ich hingehe. Hallo, Sire Lord, Dark Knight, White. Als Cider-Man wäre noch ein Ticken besser. Ja, das Ding ist, dass es aus Franken kommt. Und Franken ist halt Cider-Man. In Franken sagt man Seidler zu Bier. Warum hat Can't Drive This nur 3 Sterne auf Steam und gibt's das für die Switch? Ja. Can't Drive This hat nur 3 Sterne auf Steam, weil wir ziemliche Spacken sind, wir alle hier. Ja. Und weil wir den Early Access von Can't Drive This ziemlich verkackt haben. Das heißt, im Moment gibt's noch nicht viel zu tun in Can't Drive This. Und der Content ist sehr überschaubar, der gerade da drin ist. Und wir haben halt schon ewig kein Update mehr gepusht. Ja. Und das finden die halt gerechtfertigterweise nicht so cool. Ja. Und wir hoffen, dass wir das wieder gut machen können. Das gibt es auch nicht für die Switch, aber noch nicht. Noch nicht, also aber bald. Es funktioniert schon auf der Switch. Ja. Ich habe es noch nicht bewertet, also Hoffnung ist noch da. Ja. Ja. Da stand gerade Fire Splash, dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich bin für freie Dedicated Server. Da musst du mit dem Andi drüber reden. Oh, aber weiß nicht, ob sich Dedicated Server orientieren, wenn man ihn nur zu zweit spielen kann. Das ist eigentlich Quatsch. Schon. Online wird nur zu zweit gehen. Ja. Ja. Aber lokal mehrere? Lokal zu viert. Ja? Also, dass man zwei Autos auf einer Strecke hat oder teils, zwei Strecken? Verschiedenes. Zwei Startpunkte und man kann sich irgendwo treffen. Möglicherweise. Aha. Verstehe. Andi hasst mich. Andi hasst jeden. Ja. Aber es ist okay, man darf Andi auch hassen. Andi ist ein ziemlich ekliger Mensch. 32 Fahrer, Andi, einer baut. Ja, wir hatten auch schon mal überlegt, so, wie heißen die? Battle Royale? Battle Royale, ja. Oder sowas. Das wäre schon witzig. Also man kann das auf alles irgendwie ummünzen. Aber das wäre tatsächlich witzig. Battle Royale ist wieder out, deswegen machen wir es doch nicht. Echt schon wieder out? Ja. Also ich habe das nicht so mitgekriegt. Also Fortnite spielen immer noch ewig viele, aber das war's springt halt. Keiner mehr auf den Zug auf und baut noch ein Battle Royale. Das letzte war Apex, die haben sich irgendwie noch so reingesneakt. Ja, nee, COD gab's noch. Ja, stimmt. Ja. Das habe ich gespielt. Das war gar nicht so schlecht. Mochte ich mehr als PUBG. Steam ist sowieso immer so eine Sache. Jeder, der auf der GDC über Steam spricht, erzählt was anderes. Krass, hast du das alles gemerkt? Puh, aber gerade noch, der Puffer ist komplett voll in meinem Kopf, Alter. Weil gerade ist die Nachricht oben aus dem rausgeballert. Ja, stimmt, Steam ist so eine ganz eigene Kiste irgendwie. Ja. Alles ist Spielentwicklung eine, ist so eine sehr eigene Kiste. 32 bauen, einer fährt, wäre auch irgendwie sinnlos. Stimmt. 32 fahren, 2 bauen. Ich würde es fast dann eher durch 4 teilen, so, oder durch 5. Durch 5. Vielleicht ja, man's wenn 20 so. Leute fahren, dass halt 4 Leute bauen oder so. Also, dass man halt immer 5 Fahrer, eine Bauer hat. So. Oder man macht so wie bei Tetris 99, dass du einfach
wenn du 99 Teams hast. So. Und dann gibt es irgendwelche Power-Ups, die die anderen quasi behindern beim Bauen oder so. Oder wir machen es einfach gar nicht. Oder einfach gar nicht. Can try this MMO. Geil. 128 fahren, 16 bauen. Ist gut. Wäre sehr witzig, ja. Finde ich okay eigentlich. Gott, und da 128 Autos, die einfach... Das ist auch gar nicht aufwendig. Nee. Ist auch bestimmt kein Stress für unsere Programmierer. Ja. Können wir schnell noch ummünzen, glaube ich. Würde ich auch sagen. Weil 128 mal Physik übers Netzwerk zu verschicken. Ja, easy. Kein Stress halt. Das ist doch alles Unity. Wo waren wir? Ich weiß nicht. Wo waren wir? Also ich habe vorhin schon angeschnitten, wie sie zu ihrem Studium kommt. Ja, so. ja, sehr gut. Ja. Was genau studierst du denn jetzt? Interaktive Medien. Medien. Was ist das? Also im Grunde als erstes Semester habe ich jetzt Grundlagen, alles mögliche, was Informatik betrifft und Grundlagen, was Grafiken betrifft. Also ich lerne aktuell 3D-Modellieren mit Maya, 3D-Zeichnen, also alles, was irgendwie räumlich irgendwo rumsteht, zu zeichnen. Ja. Dann lerne ich visuelle Gestaltung, also Webseitendesign, Prospekte, Plakate, Poster etc. Also Regeln für allgemein Grafikdesign. Dann habe ich noch Grundlagen für Programmieren und halt allgemein trockene Informatik. Das sind so die vier Fächer, die fünf Fächer. Das ist ein Roundhouse-Kick für Medieninformatik quasi. Ja. Nicht schlecht. Und was gefällt dir am besten? Schwierig. Ich mag Programmieren gerade ganz gern. Ich habe jetzt auch schon einen Test geschrieben. Java? Java. Mit Processing. Nice. Voll toll. Unser Prof ist gar nicht mal so begeistert, er findet das voll furchtbar. Processing ist witzig. Aber es ist ganz cool. Also wir hatten jetzt auch einen Test schon, der zu 30% in die Endnote einfließt. Da hatte ich 100 Punkte von 100. Das ist schon ein Streber, ey. Cool, oder? Ich bin sehr glücklich. Es war auch wirklich nicht schwer. Er meinte irgendwie, ja, er macht sie schwerer als das letzte Mal. Also letztes Semester, und wir haben halt mit einer gesprochen, die letztes Semester die geschrieben hat, und die meinte, die war echt hart und hat uns halt erklärt, was drin vorkam. Ja. Und das fanden wir alle schwer. Und dann kam halt was dran, was einfach voll einfach war. Also irgendwie die erste Aufgabe war sowieso geschenkt, wir sollten zwei Arrays erstellen und dann, also nee, zwei Arrays dann vorgegeben, wir sollten ein neues erstellen, wo die Zahlen addiert werden von den anderen beiden und da einfügen. Also hinterhergeschmissen. Und die zweite war ein Rechteck, das von der linken Seite auf die rechte Seite rüber scrollen soll, immer wieder. Also wenn es rechts verschwindet, soll es links wieder auftauchen. Und wenn man draufklickt, oder also nicht draufklickt, sondern nur drüber fährt mit der Maus, wird es rot und ansonsten bleibt es weiß. Eigentlich auch irgendwie geschenkt. Schon anspruchsvoll. Und die letzte Aufgabe waren Schneeflocken, die irgendwo random auftauchen und dann mit irgendeinem random Speed rumfliegen, so von oben nach unten. Ja, also machbar. Mit 100 Punkten. Machbar, ja. Also es hatten wohl wirklich viele Probleme. Ich glaube, ein Drittel von uns, und wir sind, glaube ich, 80 Leute oder so, hatten damit echt Schwierigkeiten. Echt, ja? Ja. Aber, also... Schwierigkeiten heißt durchgefallen oder Schwierigkeiten heißt... Nee, also durchfallen tust du deswegen nicht, wenn du da jetzt keine Punkte hast oder ja, aber so. Durch den Test durchfallen. Ich weiß nicht genau, wie viele da wenig Punkte haben. Also sehr wenig. Das kann ich nicht sagen. Aber ich habe ein paar schon gehört, die da meinten, sie hätten da echt Schwierigkeiten mit gehabt. Krass. Ich fand es sehr witzig. Ich saß neben meiner besten Freundin und die war schon vor mir fertig. Sie irgendwie super schnell schon alles runtergerattert, ganz krass. Und dann saß sie da und irgendwann war ich fertig und guckte sie so an und wir haben dasselbe gedacht und mussten einfach so das Lachen anfangen und haben uns so zusammenreißen müssen, nicht laut loszulachen, weil alle noch geschrieben hatten und wir kamen uns so cool vor. Es war so mies. Geil. Darf mal sein, ja? Ja, war schon ziemlich cool, ja. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Aber ja, ich glaube, das macht mir aktuell am meisten Spaß. Wir haben die Wahl, also ich glaube, das machen sie erst seit dem Semester jetzt, dass wir die Wahl haben zwischen dem Bachelor of Science und dem of Arts. Was? Wir können uns, glaube ich, nach dem dritten war das, entscheiden, in welche Richtung wir gehen. Krass. Und dann ändert sich halt auch der Schwerpunkt, also ja. Verstehe. Was genau wir machen. Krass, das ist cool. Ja. Interessant, ja. Das ist echt cool. Nimm nicht den Bachelor of Arts, weil das musst du dir für den Rest deines Lebens anhören. Nee, habe ich auch nicht vor. Wieso? Hast du den wohl? Das ist ein Bachelor anscheinend. Aber ich habe auch Kunst-LK gehabt in der Gymnasium. Besonders dumm ist es, wenn man dann den noch irgendwo reinschreibt und der dann auf deinen Ausweis gedruckt wird. Echt? Für irgendeine Messe und so, ja.
cool. Hat er sich sehr... Ah, stimmt. Ich kann mich, glaube ich, erinnern. Ja, wir haben es gesehen. Ja, ich kann mich erinnern. Die haben sehr nach gut. meinem Titel gefragt. Und ich wollte BA reingeschrieben. Und dachte mir... Was soll's halt irgendwie? Und dann steht da auf meinem fucking Namensschild auf der DevCom steht einfach BA Steve Krause. So, scheiße. Aber ich würde mir auch nicht bei mir reinschreiben, dass ich Ingenieur bin. Das ist doch mir scheiße. Völliger Bullshit, halt, dass das da steht. Ja. Und dann habe ich so ein, hab ich eine Visitenkarte für mir genommen, abgeschnitten und geklemmt. Damit man es nicht sieht. Ja. Das mit Maya ist eine Falle. Sobald der Studentenaccount ungültig ist, muss man umlernen, weil der Kram einfach unbezahlbar ist. Ja. Das ist wahr. Das ist 100% wahr. Ich finde es auch ein bisschen ärgerlich. Bei allem sowas nicht Blender ist, ne? Ja. Ich finde es ein bisschen ärgerlich. Wir haben, also unser Studiengang ist in 4 Gruppen eingeteilt, A, B, C und D. Und A und B lernen Maya und C und D lernen Blender. Wieso? Ja, ich habe keine Ahnung. Vielleicht, weil die Uni sich das nicht leisten kann oder weil sie beschlossen haben, wir bringen unterschiedlichen Leuten unterschiedliche Dinge bei. Ich habe keine Ahnung. Das Kaninchen, ey. Also ich meine, wenn du eins kannst, ja, ist nicht so viel anders, außer die Bedienung vom Konzept her. Klar. Aber das ist halt Quatsch. Wieso? Völliger Quatsch. Also ja, vor allem, warum Hälfte ist Aufsplitten, ist halt Müll. Es ist sowieso, also ich finde diese Gruppen, dass wir da unterschiedliche Dinge lernen, auch ganz schlimm. Wir hatten bei der visuellen Gestaltung, also wir, unsere Gruppe hat eine, die ist nett. Oh boy. Sie ist nett, aber halt irgendwie, keine Ahnung, also sie hat irgendwie, glaube ich, keinen Dunst davon, was sie uns beibringen soll. Also viele Leute gehen dahin, bleiben eine Stunde, hören sich an, was wir die nächste Stunde machen und gehen dann wieder. So, also, weil du sitzt da nur und kriegst eine Aufgabe von der, die du, und jeder versteht was anderes, was er tun soll. Ja. Und du hast keine Ahnung, was du jetzt da genau machst. Und entweder du arbeitest halt irgendwas oder du gehst heim. Jo. Geil. Es bringt halt nichts. Das sind wahrscheinlich Dozenten, die von einem anderen Fakultätszeugs kommen, oder? Ich glaube, sie ist nicht mal wirklich Professorin oder irgendwas, sondern sie macht einfach öfter mal irgendwie Vorträge oder so. Genau. Und also es ist das bei uns auch. Komisch. Aber ja, also ich finde an sich das 3D-Modellieren ganz cool. Nur da haben wir auch so einen Professor, der irgendwie überhaupt keine Struktur in seine Vorlesungen bringt. Und das Lustige ist immer, also es lacht mittlerweile auch jeder, wenn er sagt, dass wir uns heute auf die wichtigen Dinge konzentrieren müssen, weil er gerne sehr weit ausholt. Und auch wenn er sagt, heute konzentrieren wir uns wirklich aufs Wichtige und gehen nicht in die Details, fängt er wieder an mit, keine Ahnung, Adam und Eva. Kreuz und quer, alles durcheinander. Fängt einen Satz an, hört nicht, beendet ihn nicht, sondern fängt dann wieder irgendwas anderes an und schreibt irgendwas an die Tafel, was dann wieder kein Mensch versteht und dann... Ist das Trump? Klingt nach Trump? Ist das Trump? Ist der Tipp orange? Leider nicht. Er ist echt netter, wirklich. Also ich mag ihn echt gerne als Person. Also wenn du eine Frage hast, dann hilft er dir auch. Aber seine Vorlesung an sich ist halt, wenn entweder viel zu schnell, also wenn er irgendwas macht und du sollst was nachmachen oder verstehen, dann kannst du entweder mitschreiben und bist einfach nach der Hälfte raus, weil du irgendwas nicht schnell genug aufgeschrieben hast. Oder du kannst mitmachen und bist auch nach der Hälfte raus, weil du nicht hingucken kannst, gleichzeitig irgendwas klicken oder du siehst es einfach nicht und musst es ewig suchen. Und dann ist er schon wieder 5 Schritte weiter. Es ist wirklich nicht Scheiße. So leicht. Schwierig. Muss ich immer so ein bisschen timen mit den anderen. Also der eine schreibt mit, der andere macht mit und dann musst du das so... Ja, es ist witzig. Es ist immer sehr... Ja, wenn man nicht Pause drücken kann. Schwierig, ja. Echt schwierig. Oder halt Speed auf zweifach und dann Pause machen. Ja. Das ist geil. Ja. Doppelt so schnell fertig, aber trotzdem nicht. Ich im Studio mal einen Jump and Run mit Blender gebaut. Wir hatten 3 Level und das Spiel war riesig. Das war auch Schmerz, glaube ich, oder? Die Blender Game Engine? Die Blender Game Engine. Jesus. Schmerz. Gibt's zum Glück nicht mehr. Der Joe hat auch mal erzählt, dass sie das gemacht haben. Ja. Das muss furchtbar gewesen sein. Blender hatte mal eine Game Engine. Ja? Ja. Integriert in Blender. Ja. Okay. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Aus Weil es so furchtbar Grund. War, ja? Ja. Also man konnte schon was machen, aber es war halt nicht irgendwie auf irgendeinem Level. Okay. Positiv. Nicht mehr das 3D-Modeln von Blender war zu dem Zeitpunkt irgendwie. Das also wir benutzbar. Lernen jetzt erst, wie man ein Video macht, also wie man animiert. Ja. Das lernen wir jetzt. Ja, war geil, sagt er. Zu! Also ihr lernt, wie man Animationen macht? Ja. Vor dem Modellieren, oder? Nee, nachdem wir modelliert haben. Also wir haben jetzt aktuell eine Aufgabe von einer Blutader, in der irgendwas passieren soll. Und jeder sollte sich halt irgendwas überlegen, also irgendwelche Viren, die irgendwas angreifen oder irgendwie eine Injektion von irgendwas oder so. Ich habe ganz spannend ein
einen Menschen, der sich aus Versehen in den Finger schneidet und da kommen dann Viren rein und die Ja. müssen zerstört werden. Ich weiß noch nicht, ob ich die Idee so gut finde, weil nach dem, was er gesagt hat, ist es wohl ziemlich aufwendig. Aber es kann auch sein, dass ich einfach nur nicht verstanden habe, was er mir sagen will. Ich bin noch nicht so ganz sicher, aber mal gucken. Also wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal die Kamera, die durch diese Vene fliegt und Blutblättchen, die sich ganz wild rumdrehen und da Nice. auch Sehr schön, durchfliegen. So. sehr Also schön. das ist alles, was ich bis jetzt kann. Das Ja. war ein Anfang. Es läuft. Ja, aber ich glaube allgemein alles, was man animiert, ist aufwendig. Jo, Dass Animation es gut grundsätzlich. aussieht. Ja. Ja, leider. Yay. Immer. Aber ich glaube, irgendwann, wenn man es mal kann, dann Dann ist ist cool, es ja. nicht Dann mehr klappt man so auch schneller. Aber es ist schlimm, halt ein dass es Job. aufwendig Ja, ist. also es ist Ja. halt nicht ohne Grund, ja. Ist halt nicht so ein Nebending halt Ja. irgendwie. Ja, ich bin ganz froh, dass er gesagt hat, wir machen jetzt diese Aufgabe noch bis Ende des Semesters, weil eigentlich hätten wir noch eine letzte andere Aufgabe gehabt. Wir haben irgendwann am Anfang mal eine Straßenkreuzung machen sollen und jeder hat so ein bisschen rumgepusht. Also ich habe auch einen Ausschnitt gewählt, wo man meine einsamen Fenster hinten am Haus, die, keine Ahnung, wo die herkommen, nicht sieht und irgendein Loch in der Wand, wo ich auch keine Ahnung habe, wo es herkommt. Okay, die sieht man auf jeden Fall nicht. Aber er wollte als letzte Aufgabe machen, dass wir da einen Alien-Angriff mit animieren. Also wir sollen dann die komplette Kreuzung Ja, halt, ganz kurz, ihr habt ja. es nicht gehört, aber in dem Moment, in dem sie Alien-Angriff gesagt hat, hat die Titelmelodie von Star Wars angefangen und es war einfach Sehr fantastisch gut. gerade, ja. Genau, wir sollen die ja texturieren, also die ganzen Gebäude und Straße und so mit Textur belegen und dann einen Alien-Angriff darin animieren. Ja, Wo ich mir denke, so, ja, gut, klar. dass wir das nicht Das machen. macht man einfach so noch als letzte Schon so Aufgabe, so. nebenher halt irgendwie. Ja, Ja, schnell. aber er meinte, es wäre zu viel Arbeit und wir hätten nicht mehr so viel Zeit und er will, dass wir uns jetzt für die Blutader sehr viel Zeit nehmen. Immerhin. Wird jetzt eine sehr spannende Blutader. Das ist ja auch Ein hübscher ein kleiner. Alien-Angriff eigentlich, so Ja, von außen. stimmt wohl. Literally. Ja, literally. Ja. So, ich muss mich auch mal ganz kurz entschuldigen. Entschuldige dich mal, was hat denn der für ein Emote? Sorry. Den Pixel Skip. Das kann man machen. Hast du es noch nicht gesehen? Man Nee. kann die Lief Maus jetzt jetzt nur von umdrehen, vorgestern. schwarz-weiß machen, ihnen eine Weihnachtsmütze Ja. aufsetzen, so ein Hirschgeweih mit roter Nase oder Ja. Rentiergeweih mit roter Nase und Ja. so ein Finger, so, irgendwie so eine Ziemlich Hand noch sick. irgendwo hinmachen oder so, ja, und Was? dann halt eben so eine Brille aufsetzen. Wie geil ist das denn? Nee, das Wusstest du es hab ich echt noch noch. nicht? Nee. Ist Seit nicht wann so ist viel das auf so? Twitch, nein. Seit wann ist Schon das so? ewig. Also ich glaube Echt? schon, dass ein paar Monate mindestens. Ach, was? Also die Weihnachtsmütze ist auch nicht so lang, aber. Pixelbreeder im Chat. Ja, schon. Krass, das ist ja witzig. Nee, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Aber viele Dinge gehen komplett an mir vorbei. Ja. Ich bin da so ein Kandidat für. Ja, ich kenne das. An mir auch. Aber das nicht, weil irgendwie funktioniert das bei meinen Emotes nicht so ganz. Also meine Emotes sind immer irgendwie schief oder es passt halt nicht, weil sie den Kopf irgendwie anders halten oder Verstehe. die passen nicht zu allen Emotes. Da wurde gerade noch eine Frage an dich gestellt. Ja. Und zwar irgendwas mit einem Männchen in der Blutbahn. Mit einem weißen Ein Männchen. Männchen in der Blutbahn? Kann die Frage nochmal gestellt werden? Ich erinnere mich nicht mehr an die Frage. Und ich erinnere mich auch leider nicht mehr, wer sie gestellt hat. Okay. Da zum Beispiel, da passt keine Mütze drauf, weil die Mütze in der Mitte ist. Ah ja, Ist übrigens verstehe. eine Wunderkerze, sieht man auf weißem Hintergrund nicht so gut. Ja, doch, sieht man, Ja. erkennt man. Dann sehe Hier, ich was ist nämlich. mit dem kleinen süßen Männchen, die Sauerstoff transportieren? Wie heißt die Serie? Es war einmal das Leben oder so? Ja, mit dem alten Dude. Die jetzt auf, ja, auf Den Bart. Netflix ist die jetzt. Stimmt. Nein, sowas nicht. Also ich werde kein Männchen modellieren und das dann animieren. Ich glaube, soweit sind wir noch nicht. Ah Es ja, war genau, einmal es war das einmal Leben, das ja, Leben. genau. Gott, diese Weihnachts-Emotes sind auch Geil. ganz, ganz hübsch. Was ist ein Problem mit Weihnachten? Ja, ich bin ein bisschen ein Grinch. Ja? Ja, also ich liebe Weihnachtspullis, es gibt nichts Geileres als Weihnachtspullis, aber ich bin ein bisschen ein Grinch. Also, Markus auch. meine Familie ist, also meine Mutter steht da eigentlich schon drauf, aber sie ist zu faul, alles zu dekorieren selber. Und dann fragt sie immer mich und ich sitze dann da und gucke sie an und dann denkt sie schon, okay, gut, dann halt nicht. ich komme immer erst so an Weihnachten selber, so am 24. in Weihnachtsstimmung, weil für mich Weihnachten eigentlich eher so Familie ist und nicht dieses ganze Geschenke und. Hier kaufen und da und dort und wir kochen riesig und backen Plätzchen 5 Wochen vorher und boah, kurz. Ich hasse das auch, in die Stadt zu gehen, wenn Ja, Weihnachten das ist kommt. Oh. auch allgemein in die Stadt gehen, ist scheiße. Ja, rausgehen, Das allgemein einfach so. gehört sich Ja, nicht. nee. Also der Mensch hat lang genug daran gearbeitet, dass vier Wände schön werden. Ja.
Lass uns einfach hier drin bleiben. Finde ich gut, ja. Das, ja, ich bin deiner Meinung. Firesplash hat RH2095 ein Abo geschenkt. Firesplash, dankeschön. Dankeschön. Und RH, willkommen zurück in der Fam. Habt ihr irgend so ein Ritual, was ihr an Weihnachten macht? Also, ich weiß nicht, feierst du mit deiner Familie oder so? Ich war mit der Familie, also mit meiner Mom und der Familie von meiner Frau. Wir kochen immer. Dann gibt es was zu essen. Okay. Und also dieses Jahr machen wir südamerikanische Küche. Haben wir uns vorgenommen, dass jeder irgendwas Südamerikanisches macht. Habt ihr dann auch so zugeteilt, der eine macht Nachtisch und der andere ja? Ja. Okay. Und, so eine bist du. Okay. Ja, da freue ich mich schon drauf. Und ich mache dieses Jahr meinen sehr berühmten Eggnog wieder. Eggnog der ist berühmt, so ein. Weil der sehr lecker ist. Ja. Sehr guter Eggnog. Ja? Ja. Ist aber nett, dass du mir auch eins mitgebracht hast. Möchtest du auch eins? Nein, danke. Ich wollte nur gucken, wie du reagierst. Nicht. Langsam auf jeden Fall. Ja, hab ich auch mitbekommen. Magst du noch einen Tee? Nein, ich bin gerade eigentlich ganz Wasser? Zufrieden. Du hast mich jetzt auf Pizza gebracht. Jetzt will ich die ganze Zeit Pizza. Puh. Also ich sehe auch die ganze Zeit halt meine Füße. Das ist schwierig, ne? Böse. Halt, wenn deine eigenen Füße dich hungrig machen. Schlechte Idee. Ja, weißt du, bist auf Twitch. Ist das so ein, kann man sich so einen Fußfetisch vorstellen? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Doch, ich glaube schon. Dass ich glaube, das Füße ist schon ähnlich. Hunger machen? Ja, halt nur nicht Hunger, sondern okay. Ständer oder so, keine Ahnung. Aber wisst ihr, was ich für ein Fetisch habe? Bestimmt. Hab? Ein crappy sexy Cosplay-Fetisch habe. Oh ja. Oh ja, ja. Wieso? Was meinst du denn? Es gibt doch, da war doch letztens hier ein bisschen Nachrichten. Irgendwas war da, ich habe ganz, ganz viel davon gehört und jeder findet das total gut. Ja. Weiß ich noch. Was? Da ist doch so ein. Irgendein Kalender? So ein Kalender rausgekommen. Irgendwas mit nackten Menschen, die alle unfassbar so was, sexy sind. Sowas? Ich glaube, die sind alle richtig gut. Ja? Ich glaube, die Menschen an sich sind richtiger Müll. Aber ich glaube, der Kalender, da ist schon was draus geworden. Ja? Tatsächlich. Ich habe viele Leute gehört, die sagen da was anderes drüber. Echt? Echt? Dass es genau andersrum ist, dass die Menschen richtig gut sind, aber der Kalender Müll? Ja. Nee, das glaube ich nicht. Nee. Ich glaube, da hast du dich vertan. Okay. Habe ich dir erkannt? Kann natürlich sein, dass ich mich da verhört habe. Ich habe tatsächlich gehört, dass es der beste Kalender ist. Ich glaube auch. Also objektiv gesehen der beste Kalender, den es gibt. Von allen. Ja? Also es gibt eine endliche Anzahl an Kalendern. Ja. Und der ist der beste. Ja. Das ist Platz 1. Würdest du das so unterschreiben? Den guten Kalender würde ich vor Gericht aussagen. Okay. Ich glaube auch, wenn man auf diese dubiose Website geht. Welche? Indiestrolche.de. Indiestrolche.de. Wo findet man die? Im Dark Web? Im oder? www. Ja, man kann auch den Tor-Browser benutzen, geht auch natürlich. Ja. Ist aber auch normal zu erreichen. Ja. Ich sage kurz die .onion-Seite. Kleines H, großes Z, 3X, klein und so weiter. .onion. Indiestrolche.de. Was postet der denn da für eine Website? Und auf jeden Fall ist ganz das Ganze so, scrollen. Da gibt es einen kleinen Hinweis, wenn ihr euch den kauft, gehen quasi 15 Euro an die Amadeo Antonio Stiftung. 10. 15. 15? Ja, 5 plus 10. Und die setzt sich nämlich gegen rechts ein, so für eine offene Gesellschaft. Gegen Rassismus, und Rechtsradikalismus. Ihr spendet dann quasi 15 Euro an die und kriegt den Kalender geschenkt. Krass. Heftig. Das ist ein Angebot. Sollte man schon zuschlagen. Ja. Das ist eigentlich schon hier sitzen. Fast 20 schon. Euro. Ich meine, ihr könntet auch einfach so spenden, ja. Aber dann habt ihr halt den Kalender nicht. Ja, das ist schon schade. Und das ist schon der beste Kalender. Ja. Der beste Kalender eigentlich. Also wir haben uns auch sehr viel Mühe gegeben. Ja. Es sind sogar die Sonntage markiert in Rot. Echt? Ja. Und die anderen Tage sind markiert in Weiß. Ja. Und der, der Februar hat schön die Sonntage rot der gemacht. Februar hat klassischerweise, wie es 2020 üblich ist, 29 Tage statt 20. Wie es 2020 üblich ist. Schön. Wie gesagt, definitiv der beste Kalender, der 2019 von den Indie-Sträuchern produziert wurde. Und der beste Kalender, in Klammern, der beste. Auch 2019 von den Indie-Sträuchern produziert wurde. Das auch, natürlich. Genau. Ist ja beides eingeschlossen. War. Also beides war. Ja. Beides gleich war. Und überhaupt.
Der Überkalender. Von jemals. Eigentlich auch der einzige Kalender, den es gibt. 2020. Einen anderen braucht ihr eigentlich nicht mehr. Nee? Die ganzen Weil wenn ihr jetzt auch noch den von 2019 noch habt, den könnt ihr die 3 Jahre danach benutzen und dann wieder den. Weil dann passt wieder das Schaltjahr. Können wir endlich aufhören zu produzieren? Ja. Will ich aber gar nicht. Ich auch nicht. Ich will einfach weiter produzieren. Ich will auch weiter produzieren. Ja, das Schöne daran ist, dass man dabei nackt ist. Mhm. Ja. Bist du das auch drin? Also ihn ja? Also deins habe ich schon gesehen. Ja, deins ist, glaube ich, auf drin. Twitter auf. Ja. Steve ich selbstverfreundlich bin ich auch drin. In seinem Geburtsmonat. Bin der September. Ja. Bist der, oh, wann hast du? Im September. Ja, am 25. Verrätst du den Tag nicht? Am 25. Der beste Tag im September. Nein, das ist eine Lüge. Doch, ich kenne einen besseren Tag. Welcher? Der 6. Da kommt 69 bei raus. Ach Leute, ach, übrigens. Das bist du. Übrigens, Leute. Aha. Kannst vergessen. Nett. Heute ist ja der 19. Dezember. Ich wünsche euch einen ganz schönen 19. Leute. Leute, einen wunderschönen 19. Tut mir leid, ey. Kommt ein bisschen spät jetzt, aber einen schönen 19. Habt einen ganz, ganz schönen. Ja, dann lasst euch dir einen schönen 19. Dankeschön, wünsche ich euch auch. Danke. Vielen Dank, vielen Dank. Richtig schönen 19. jetzt. Ich kauf den und häng den in Thalia. Macht es nicht, weil dann tut es den Leuten voll leid, dass sie ihn nicht sofort mitnehmen können. Ja. Wo waren wir? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er auch jetzt größer geworden. Der ist doppelt so groß. Der ist jetzt doppelt so groß. Ja, hat einen Tag mehr im Februar sogar. Ja. Und ist doppelt so groß. DIN A3 jetzt. Dass man auch von Weitem sieht, wie toll er ist. Steve hat am selben Tag wie meine Freundin Geburtstag. Ist deine Freundin Pamela Anderson? Oder ist Steve deine Freundin? Oder bin ich deine Freundin? Ihr müsstet irgendwann noch so ein Aufklappblatt machen, wo man einen kompletten sieht, so in Lebensgröße. Geil. Das wäre auch ja, vielleicht gibt es irgendwann einen Posterkalender. Da haben wir dann 12 Poster, die man dann so abhängen kann. Sehr, sehr gut, ja. Sehr, sehr gut. Woher weißt du das? Wo ich das weiß. Spekulation. Und also, achso, es ging um Pamela Anderson oder um Steve? Weiß ich nicht. Oder ist deine Freundin Will Smith? Vielleicht ist Steve auch Pamela Anderson. ist das jetzt ein Signature-Move? Was denn? Das ist ihr Signature-Move. Ja, ob das ihr Signature-Move ist. Logisch, bei Match. Ah, okay. Nächstes Jahr dann ein Kalender, wo die Zuschauer Nacktbilder einsenden. Nee. Das wird wild. Weil wir haben keine 12 Zuschauer, glaube ich. Ich weiß, dass Blechkelle liebend gern Nacktbilder von sich verschickt. Ja, ich weiß auch. Das ist mir schon durchaus bewusst. Sehr schön, wir beide danach gleichzeitig trinken. Und wenn du jetzt dir was aussuchen könntest, was sich an deinem Studium verändern würde, was wäre das? Informatik. Informatik würde sich verändern. Boah, ich finde Informatik. Also so quasi die Basics. Nein, der Professor einfach. So. Der muss, okay. Das muss jemand anders machen. Okay, aber Informatik ist quasi die Theorie davon. Also programmiert bin ich, sondern lernt. Also die Grundlagen der Informatik sind einfach so stumpf, die ganzen Theorien trocken und Programmieren ist halt einfach niederschreiben. Wie man komische Bälle irgendwo auftauchen lässt und wieder verschwinden lässt, ja. Und hast du schon irgendwie was gelernt, wo du merkst, das kannst du in deinem alltäglichen Leben einsetzen? So, das irgendwas, was du gelernt hast, wo du denkst, ja cool, das mache ich jetzt ab sofort anders, irgendwie in deinem Twitch-Design oder in deinem wie auch immer irgendwas. Also hast du schon festgestellt, dass sich deine Denkweise ändert im Rest deines Lebens? Das ist voll eine tiefe Frage. Frage, ey. Ich habe, glaube ich, den Anfang schon wieder vergessen. Also ich mache noch nichts anders. Ich finde es ganz cool, halt jetzt zu sehen, was für Programme ich wofür verwenden könnte. Aber da ich aktuell nichts brauche, wüsste ich jetzt noch nicht, wo ich es halt verwenden soll. Aber ich merke halt schon, dass ich immer mal wieder so drüber nachdenke, was man halt alles programmieren könnte. Also ich habe irgendwann mal drüber nachgedacht, weil Weihnachten habe ich mit meiner Familie ausgemacht, dass wir uns nichts schenken. So. Also auch mit meiner Schwester an sich halt, dass wir uns nichts gegeneinander schenken, weil man schenkt halt immer irgendwelche Amazon-Gutscheine und ich verdiene aktuell kein Geld. Für eine lame Family, ey.
Wir machen immer Spieleabende, das reicht. Wir können, können genug. Amazon. Ja, ich, wenn man halt nicht weiß, was man den 25 anderen Amazon schenken soll. Ja, oh, danke, du auch. Wenn man halt nicht weiß, was man so verschenkt, aber ich meine, ist jetzt nicht nur so. Ich musste jetzt kurz, muss dich jetzt unterbrechen. Man schenkt keine Gutscheine. Ende der Geschichte. Außer man mag die Person nicht, dann schenkt man Gutscheine. Nee, dann schenkt man gar nichts. Doch, man schenkt immer dann, genau dann Gutscheine, nur um so mitzuteilen, ja, ich mag dich nicht, hier. Ja, oder wenn man eine Person nicht gut kennt oder so. Ja, das auch. Nee, also meine Schwester halt hat einen eigenen Shop und verkauft immer so Kleinkram, also so Haken und, nee, also um zum Beispiel Pferdeleinen oder, also Pferdegeschirr oder Hundeleinen zu machen und hat halt so Kleinkram, Metallzeug und so. So also einen echten Shop oder einen Online-Shop? Ja, Online-Shop. Einen echten Online-Shop. Und sie machte auch ein bisschen was mit Leder, haben wir irgendwann halt mal einen Geldbeutel gemacht mit Zebramuster und eine Handtasche, glaube ich, auch mal und halt so selbstgemachtes Zeug eher, anstatt irgendwas Gekauftes. Ja, das sind halt Weihnachtsgeschenke. Aber worauf wollte ich hinaus? Genau, auf das Programmieren. Ich habe mir letztens überlegt, eigentlich wäre es ganz witzig, irgendein Programm zu programmieren, wo man irgendein Spiel spielen muss und am Ende steht frohe Weihnachten da. Irgendwas, das ist quasi, so Schneeflocken auffangen oder so. Ja, sowas als Geschenk. Ich bekomme von meinen Eltern immer nur Gutscheine. Soll ich mir jetzt Gedanken machen? Ja. Ja, ich meine... Meine Eltern dürfen das. Ja. Eltern auch Geld Kinder, von meinen Eltern. Eben, genau, aber meine Mama will da immer, hey, wünschst du dir nicht doch irgendwas, genau, dass man dir noch dazu schenken kann, weil ich will was einpacken. Ja. Okay. Das kannst du in Münzen. Ja. Kannst du in Münzen verpacken. Meine Mutter will immer Zeit. Zeit? Ich hätte auch keine Zeit. Hilfe. Steep. Irgendwo. Schneeflocken fangen gab es im Lüdum der 43. Was war der LD 43? Ludum der Game Jam 43. Das war nach dem 42. Und vor dem 48er? Nee, jetzt 45, glaube ich, erst, oder? Aber der 48er ist auch danach. Der ist auch danach, stimmt. Ist, ne? Ich glaube, inzwischen sind Gutscheine nicht selten. Bei uns gab es irgendwann noch Universalgutscheine in Form von buntem Papier, das irgendwie jeder nimmt. Jo, habe ich auch daheim. Aber nicht mehr so viel, leider. Habe ich keins daheim. Habe ich nie eins. Nee, stimmt. Ja. Machst du immer digital. Und das Papier. Benutzt immer nur die Hartplastik-Variante. Ich war. Die kriegst du immer wieder zurück, ne? Ja, das ist geil. Ziemlich krass. Du gibst denen das und die so, ja, hier wieder. Okay. So geil, danke, verlässt du nichts. Und am Ende schreibt mir irgendeine Bank, dass ich irgendwie den Geld geben soll. ich war gestern, wir haben den Ben, dem Chef, der hat ein Baby bekommen. Mhm. Ja, oder seine Frau. Beide. Zusammen. Also er hat's implantiert. Ja. Und sie hat's explantiert. Wieder rausgeworfen dann. Und wir haben ihm so eine Decke geschenkt, die wir haben besticken lassen mit dem Namen. Und dann war ich bei dieser Stickerei. Wir haben das nicht selber gemacht. Und dann war ich bei dieser Stickerei und sagt sie, ja, 32 Euro bitte. Und ich halte ihr meine Karte hin. Und sie schaut mich an, so völlig entsetzt, als hätte ich ihr gerade irgendwie so einen Batzen Scheiße eingehalten. Sagt sie, nee, wir sind nur eine Stickerei. Wir nehmen nur Bargeld. Mein fucking Dönermann nimmt meine Karte. Und der arbeitet in einem Truck. Ihr seid nur eine Stickerei. Was ist das für ein Quatsch? Ja, und dann durfte ich nach unten rennen. In die Deutsche Bank nebenan. Wir waren im zweiten Stock und musste ich wieder runter rennen. Und dann habe ich Geld abgehoben. Erstmal... Jetzt komme ich in Rage, Leute. Jetzt ist die Energie wieder da. Ein Flashback gerade. Und dann gehe ich da in diese Bank und tue meine Karte in die Maschine. Bin ich bei der Deutschen Bank, das war halt einfach die nächste Bank. Und dann habe ich die Karte in die Maschine gesteckt und dann habe ich gesehen, dass das gar kein Geldgebmaschine ist. Ich rede jetzt lauter, aber mein Gehirn funktioniert trotzdem nicht. Sondern das war halt irgend so ein Kontoauszugsgerät oder so. Und dann stand da, kann ich dir nicht machen. Karte ist nicht zulässig für diesen Service. Und das stand da einfach. Und ich drücke auf Abbrechen und Ich drücke auf Korrektur und Und das stand da, keine Ahnung, irgendwie 5 Minuten lang musste ich da warten, bis der irgendwann meine Karte wieder ausgespuckt hat. Ich dachte schon, dass der meine Karte jetzt einzieht. Wow. Die war echt pisst. Oh, und dann und dann wollte ich das Ding
diese, hatte ich ja Bargeld, habe es bezahlt, und dann wollte ich die Decke einpacken lassen vom Packservice, vom Karstadt, und bring die da hin. Erstmal steht da ein Dude, der irgendwie 100 Geschenke hat einpacken lassen, weil er ein Spack ist. Und 100 Geschenke später lege ich endlich meine Decke dahin und sage, also ich hätte das gern eingepackt. Sagt sie, ah ja, okay, schön, schön. Wo ist denn der Kassenzettel? Sag, ich hab das nicht von hier. Ach so. Aber haben Sie einen Kassenzettel? Sag, nee, ich hab's online gekauft. Die Decke ist, hat ein Kollege online bestellt. Ich hab die hier nur. Ja, nee, dann kann ich das nicht machen. Sag, wie? Sag, ich brauche einen Kassenzettel. Sag, ich zahl's auch, ne? Das ist kein Stress. Ich zahle Ihnen auch Geld. Sag, nee, ich brauche einen Kassenzettel. Das ist alles kostenlos. Aber ich brauche einen Kassenzettel. Irgendeinen. So, egal, woher der ist. Also ich hätte einen Kassenzettel aus fucking Timbuktu mitbringen können, vom Dunkin' Donuts. Der hätte die mir eingepackt. Wer hättest du mal gemacht? Aber ich hätte den Kassenzettel gebraucht. Hattest du keinen Kassenzettel in Web? Mach irgendeinen random Kassenzettel. Nee, tatsächlich jetzt nicht. Ich brauche einen Kassenzettel? Ja. Tatsächlich nicht, nee. Und dann sagt sie, ja, das geht nicht. Und dann bin ich wieder gegangen. Und ich gesagt, darf ich ihm wenigstens Geschenkpapier abkaufen? Sagt sie, ja, Geschenkpapier gibt es draußen. Dann musste ich eine fucking Rolle Geschenkpapier kaufen. Und ein Geschenkband. Und dann habe ich es auf der Parkbank ohne Tesa zusammengebunden. Ach so, hä? Dementsprechend sah es auch aus. Hä? Was, wieso? Du hättest doch das Geschenkpapier kaufen können und ihr das den Kassenzettel vom Geschenkbandpapier geben. Nee, das, was verpackt wird, braucht. Also, ach so. Muss nicht irgendeiner. Das, was verpackt wird, dafür braucht sie den Artikel. Keine Ahnung. Dann hättest du Geschenkpapier einpacken lassen. Hättest du irgendwie hättest eine Karte einfach gekauft? Ja, und könntest du das doch aber dazu bitte legen. Hier. So, danke. Weil das ist nämlich noch das, was um die Karte drum gehört. So, und dann hättest du das verpacken müssen. Ist gut. Ja. Ciao, Hidetoshi, und guten Hunger. Lass es dir schmecken. Lass es schmecken, mit Person. Ich weiß nicht, ob jung oder madel. So eine Karte kann schon praktisch sein. Ich mag es gar nicht. Ich mag es physisch zu spüren, wie viel Geld da dein Besitzer wechselt. Nur Bares ist Wahres und ich hoffe, es wird niemals abgeschafft, sonst können wir es auch gleich abschaffen und durch Social Credits ersetzen. Bin ich dafür. Jo. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Scheiß auf Bargeld. Wird safe abgeschafft. Bargeld ist der Teufel. Nee. Ich bin da seiner Meinung. Ich hasse es, Bargeld mit mir rumzuschleppen. Ja, das schon. Aber ohne Bargeld gibt es dann auch keine Möglichkeit mehr, irgendwas zu machen, und dann gibt es wieder Tauschhandel oder so. Ja. Also, ja, es verhindert Schwarzarbeit, aber Wir brauchen jetzt nicht drüber anfangen, dass Bargeld seine Vorzüge hat. Ja. Ich meine, was machst du mit irgendwie Obdachlosen? Ja, also Obdachlose kommen halt gar nicht mehr klar. Ja. Team Karte. Ich bin Team beides eigentlich. Ja, hat schon beides seine Berechtigung. Wofür ich bin, ist Münzen abzuschaffen. Münzen sind einfach Mist. Ja, aber 1 Euro und 2 Euro finde ich cool. Von mir aus. Da hast du noch was davon. Von mir aus. Aber was willst du mit einem Cent? Ja. So ein Quack, ey. Cool. An die Wand kleben und sagen, es ist ein Glückscent. Oder eine Leine drum binden und hinter die Herzen. Leuten auf den Boden schmeißen und sich freuen, wenn sie sich freuen, weil sie jetzt Glück haben. Also ich war heute bei der Post und die Dame an der Kasse hat einer anderen Dame ihren 1-Cent-Stück gegeben, weil irgendwas 99 Cent gekostet hat oder so. Hier, ihr Glückscent. Da dachte ich mir dann auch so, oh Gott. Danke, Spaß dir. Behalt ihn bitte einfach. Oh Mann. Tausche Chromagang gegen 4 Brote. Dinkel werden machbar. Ja. Deal. Ja. Bin ich dabei. Ich habe jetzt letztens eine Karte bekommen von meiner Bank. Übrigens ist die golden, finde ich ziemlich cool. Nice. Die so zum nur noch dieses Draufhalten hat. Ich weigere mich, die freizuschalten. Ich finde so es total gruselig. Super geil. Das ist so das Allerbeste einfach. Richtig angenehm. Wirklich. Ich finde es aber trotzdem gruselig. Ja, aber es ist trotzdem irgendwie kann. Warum denn? Ich weiß nicht. Einfach nur drüber halten und dann hast du bezahlt. Ja. So? Wo ist denn der Unterschied zwischen reinstecken und draufhalten? Ja. Ich weiß nicht. Das ist wenigstens nochmal so, du musst wirklich was tun dafür. Ich habe keine Ahnung. Ich finde es irgendwie einfach mir suspekt, die Karte da irgendwie einfach nur draufzulegen. Das ist super geil. Ja, ist echt geil. Dann sollte ich mir überlegen, sie freischalten zu lassen. Sie ist golden, das ist schon ein bisschen cool. Ja. Kann ich so rumwedeln damit. Was ist denn, wenn man die Karte mal verliert? Ja, dann kriegst du eine neue. Was ist denn, wenn man Bargeld verliert? Ja, kriegst du kein neues. Keiner hat einen geschützten Geldbeutel. Ja, aber es gibt die mittlerweile, glaube ich sogar. Also es werden welche verkauft. Ja. Hat nicht Galileo oder irgend so ein komisches Fernsehprogramm mal einen Test gemacht, dass du Geld klauen kannst an Hintern von anderen Leuten.
Also brauchst du nur mit dem Gerät. Ja, aber auch, glaube ich, nur 10 Euro, oder? Dann brauchst bis 25. Ja. Also je nach Bank. Genau. Okay. Aber du kannst es auch dann, wenn es dubios ist, wieder rückbuchen lassen eben. Oder so. Also das. Krass. Ja. Naja, gut, mein Geldbeutel ist so riesig. Der passt es muss zum drüber dran halten immer noch die PIN angegeben nee. Werden. Nee. Bis 25 Euro nicht. Genau, bis 25 oder 30 Euro ist, geht einfach Klick und dann ist vorbei. Ja. Bei Online-Banking haben sie das jetzt, glaube ich, auch eingeführt, dass man, ich glaube, bis 10 Euro oder so nicht mal mehr einen TAN bekommt, wenn man das möchte. Es kommt drauf an, ja, es ist gut möglich. Ich auch ein bisschen krass. Wie zur Hölle sind wir jetzt hierhin abgedriftet eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Kontaktloses Bezahlen. Es ging um dein Barzahlproblem. Ja, oh ja, ja. Um Weihnachtsgeschenke, stimmt, da ja, kamen genau. wir darüber, ja. Wow, das ist eine lange, lange Brücke, die wir da überquert haben. Ja. Wollen wir zurück oder wollen wir einfach runterspringen? Abreißen. Schon, oder? Wann spielen wir eigentlich das? Ja, danach. Danach? Ja. Ja. Okay. Kurzes Ründchen. Ich kann es nämlich kaum erwarten. Wie wo ist denn? Ich glaube, wir haben auch gar nicht mehr so lang. Ich weiß 18. nicht, ob mein 4. Handy nicht da. Wir haben ja noch eine halbe Stunde jetzt. Ja. Hey, Sebastian hat mir geschrieben, cool. Wir überlegen uns einen Motion Capture Suit anzulegen. Ja. Das wird geil. Cool. Gibt es vielleicht einen Stream, einen MoCap-Stream? Das ist ein bisschen. Lorek, cool. Dankeschön für 36 Monate. Vielen Dank. Das sind 36 schon, Monate. Drei Indie-Strategy-Kalender in Folge. Ja, tatsächlich. Krass. Und nur zwei gehabt. Ja. Traurig. Na, geht's dir gut oder schlecht? Was machen wir denn? Achso, und weißt du schon, was du mit deinem Studium mal machen möchtest? Also wo du hin willst? Wer fängt ein Studium an und weiß dann schon, wohin will? Nee, also keine Ahnung. Ich wollte halt was machen, was mir aktuell Spaß macht. Und halt, wo ich dann auch später zum Beispiel mit dem Streamen mehr anfangen kann, dass ich mich vielleicht selbstständig mache. Vielleicht, weiß ich noch nicht. Oder halt eben einfach in Richtung Programmieren gehen. Also weil Programmieren. Ich meine, IT an sich ist man, glaube ich, gar nicht so verkehrt mit. Nein. Puh, hab gehört, das Internet ist nur so eine Phase. Ja, glaube ich, setze ich nicht durch. Es hat auch, glaube ich, tatsächlich bis heute noch niemand Geld im Internet verdient. Nee, nee. Hat auch keine Zukunft. Nee, also ich denke, also ich werde auf jeden Fall mein Bachelor of Science machen und ziemlich sicher dann irgendwas mit IT. Ich weiß nicht, also so Spielentwicklung an sich interessiert mich schon auch. Ich habe nur noch nicht so viel in die Richtung gemacht. Vielleicht kommt das noch. Ja. Und dann entscheide ich mich. Müsst ihr ein Pflichtpraktikum machen oder so? Ja, müssen wir, glaube ich, sowieso. Ja, wir können auch ein Auslandssemester machen. Ja. Das ist üblich, so denke ich. Schön. Ist irgendwie besser so, wenn ich euch jetzt beide angucken kann. Vorhin hatte ich das Problem, dass ich nicht wusste, wo ich hinschauen soll. Ich glaube, Rias sitzt auch meistens da, oder? Ja. Glaube ich. Mal so, mal so. Mal so, mal so. Mal sandwichen wir mal nicht. Ja. Ich habe vorhin mich einfach irgendwo hingesetzt. Beschlossen, dass ich jetzt da sitzen bleibe. Ja, ist okay. Ziemlich räudig. Dann hast du dich vorne hingesetzt. Ja. Als wärst du der große Boss hier. Ja. Vorsicht, das Schild. Ja. Also nicht, weil es runterfällt, sondern weil du es vielleicht einfach nicht anpassen willst. Ja. Weihnachtsmarkt? Was ist mit Weihnachtsmarkt? Ich finde Weihnachtsmarkt ganz furchtbar. Ach, es ging darum, dass das schon betrieben wird, dieser Scam. Und auf Weihnachtsmärkten oder so. Vielleicht. Schon. Also. Aber da wird auch anders Geld aus der Tasche gezogen. Schon. Ich meine, wenn du für einen Glühwein irgendwie 1000 Euro zahlst, echt so weit. Dann ist das schon ziemlich viel Geld. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht, wie das Scam funktioniert. Ja, du hältst es hin und hast 25 Euro abgebucht. Ja, über ein Konto, das keine 24 Stunden später gekündigt ist. Wenn man, ach so das Scam-Konto. Das Scam-Konto, auf das das Geld eingeht. Okay, verstehe, alles klar. Ja, wir brauchen jetzt nicht über kontaktloses Bezahlen diskutieren, glaube ich. Nö. Aber wir können über den Apple Pay. Indie-Streuchel-Kalender diskutieren. Der ist sehr wohltätig. Ja. Und der zieht euch auch das Geld aus der Tasche. Ja, und das ist quasi auch ein bisschen antikapitalistisch. Auch wenn man Geld dafür zahlt, wir haben auch Geld dafür gezahlt, dass ihr den kaufen dürft. Das stimmt. Ja. Und wir behalten es nicht mal. Genau, alle Produktionskosten sind von den Indie-Sträuchen getragen. So selbstlos, Mensch. Krass. Schon. Und zwar alle Produktionskosten. Bis auf der Versand, weil den übernimmt halt die Post. Kennen wir nicht. Ja? Ja. Cool. Außer ein, zwei, drei spezielle Stücke werden persönlich ausgetragen. Den Versand übernimmt nicht die Post, den Versand übernimmt der Käufer.
Ja, aber die Post versendet und verlangt dafür Geld. Ja. Quasi. Das ist das Geschäftsmodell von dem. Also man zahlt im Grunde, also man spendet im Grunde 15 Euro und zahlt dann aber das Porto und kriegt dann den Kalender geschenkt. Ja. Genau. Cool. Einfach so. Postlos. Schon krass. Schon ein gutes Geschäftsmodell. Ich glaube, damit wären wir reich. Mal kurz reinlunzen. Oh, puh, schon sexy. Schöner Monat erwischt. Boah, hör mir auf. Leck mich. Übrigens auch schon, wenn ihr es nicht mehr aushalten könnt, bis morgen, wenn die Witcher-Serie anläuft, ist auch ein kleiner Teaser drin. Ja. Morgen läuft die schon an. Ey. Hast du Star Wars schon gesehen? Nein, Sonntag. Willst du wissen, wie es ausgeht? Nein. Also ja, aber es klingt Sonntag raus. Nein, den habe ich noch nicht gesehen. Ich habe mir die Karten vorbestellt für Sonntag. Sehr schön. Ja. Übrigens werden Spoiler geahndet mit einem Permaban für immer. Ja, fürs immer. Leben. Ist echt so. Ja. Bei Spoilern kenne ich keinen Spaß. Außer Hex-Spoiler. Was ist das? Darth Vader ist mein Spaß. Vater? Was? Spoiler also, haben ein Ablaufdatum. Ja, okay, gut. Ja, dann auch ein Spoiler, The Cake is a Lie. Ist das auch ein Spoiler, wenn man das Spiel nicht gespielt hat? Das ist mittlerweile ein Meme geworden. Also, ich glaube, ein Spoiler ist nur dann ein Spoiler, wenn man weiß, worum es geht. Ich habe Portal noch nicht fertig. Ja. Ja, ich weiß. Ich schäme mich ein bisschen. Das ist schon fast so alt wie Star Wars. Ich habe auch so manche Spiele noch nicht fertig, die schon so alt sind. Aber Portal geht sehr schnell, das ist das Schöne. Ja. Ja. Ist halt irgendwie 2 Stunden oder so. So angenehm. Ich hasse. Was auch angenehm ist, schlafen. Schlafen? Richtig geil. Ich finde Schlafen nicht gut. Ich bin ein großer Schlaffan. Ja, meine Frau ist auch ein großer Schlaffan und die rügt mich auch immer dafür, dass ich das sage, aber ich finde Schlafen scheiße. Wieso? Schlafen ist für mich ein Mittel zum Zweck. Okay. Ich schlafe, damit ich wieder wach bin. Wenn du voll fertig bist und legst dich in ein frisch geduscht, in ein frisch bezogenes Bett. Die Momente kurz vorm Einratzen sind schon die angenehm. Geilsten. Ist schon angenehm. Aber wenn ich Geld dafür zahlen könnte, dass ich einfach wieder wach bin und quasi, wenn ich Geld dafür zahlen könnte, dass es mir einfach instant so geht, wie es mir am nächsten Morgen geht, würde ich machen. Du würdest quasi... Nee, ich nicht, weil am nächsten Morgen geht es mir nämlich immer scheiße. Also würdest du am liebsten die ganze Zeit, die du noch in deinem Leben dafür brauchst, zu schlafen, am Stück schlafen? Oder würdest du das so behalten wie jetzt? Ja, schon so behalten wie jetzt, weil das verlängert es ja einfach dann. Was verlängert es? Also du schläfst jetzt einmal 15 Jahre durch, komplett durch. Dann habe ich zu viel verpasst halt. Ja. So 15 Jahre Koma ist schon ein bisschen krass, oder? Ja. Aber dafür muss ich nie wieder schlafen. Eben. Das ist schon auch geil. Selbe Frage kann man sich auch stellen beim Kacken. Wirst du lieber die gesamte Lebenszeit, die du auf dem Klo verschwendest, am Stück absitzen und dann nie wieder müssen oder so beibehalten wie bisher? Nee, so wie bisher, weil Kacken macht Spaß. Aber ist doch auch voll viel Zeit. Aber das kannst du ja auch beim Duschen, also kannst du ja alles, was so beim Essen eigentlich auch. Eher ja, beim, Mittel zum Zweck ist. Beim Kacken kannst du noch was nebenher machen. Ja, beim Schlafen kannst du träumen. Schlafen nicht. Du willst ein paar Jahre durchkacken, damit es zu anstrengend. Thema Schlafen. Habt ihr schon mal was von polyphasischem Schlaf gehört? Das klingt nach... Nein. Das waren doch früher die Klingeltöne, die nicht nur einen Ton gleichzeitig gemacht haben, oder? Polyphasische Klingeltöne. Ja. Polyphon. Was? Polyphon heißt die. Aha, nee, habe ich noch nie gehört. Polyphasischer oder mehrphasiger Schlaf ist ein Schlafmuster, bei dem der Schlafbedarf auf mindestens 3-mal Schlafen pro Tag verteilt wird. Mach ich auch. Ein solches Verhalten ist im neugeborenen Alter normal. Im Gegensatz dazu wird die Schlafverteilung auf eine Nacht und einen Mittags... Den Rest habe ich vergessen. Okay, wird anders genannt wahrscheinlich. Die Schlafverteilung auf eine Nacht und einen Mittag. Wahrscheinlich. Nee, ich bin eher ein Nacht- und Mittagsschlaftyp, aber nur dann, wenn ich Zeit habe. Also wenn ich Urlaub habe oder so, dann schlafe ich schon gerne mal so eine Stunde nochmal. Ja? So mittags. So nach dem Essen. Machst du das? Nee. Okay, ich nehme mich an. Ich schlafe so wenig wie möglich. Ich schlafe so viel wie möglich einfach. Und wenn ich dann aufwache und ich bin immer noch müde, dann wecker aus. Ja, kenne ich. Das ist bei mir auch so. Ich schlafe ungern früh.
Je nachdem, wann ich natürlich aufstehen muss, gehe ich früher ins Bett. Aber normalerweise bleibe ich immer so lange wie möglich wach, schlaf dann und in der Früh denke ich mir, oh Gott, ich will weiter schlafen. Und dann bleibe ich meistens, also wenn es geht natürlich, noch so 2 Stunden im Bett liegen und döse so vor mich hin. Meine Oma hat das immer Ausbacken genannt. Ausbacken? Ja. Ausbacken. Oh. Ja. Oh, cute. Aber dafür ist es bei mir so Duschen. Also ich brauche vielleicht 10 bis 20 Minuten unter der Dusche, weil ich Duschen einfach ganz furchtbar nervig finde. Ich hasse Duschen. Wieso brauchst du denn so lang? Ja, eben. Ich habe lange Haare. Ich bin eine Frau. Also okay. Ich brauche 10 Minuten, wenn ich wirklich schnell bin. Ich brauche 10 Minuten, wenn ich mir richtig Zeit nehme. Doch. Auch Zeit. Ja, du hast aber ja auch lange Haare. Ja, also ich finde schon Duschen schon geil. Schon Duschen ja, ist geil. Vor allem, wenn dann so das Wasser, wir haben uns so eine Regenbrause geholt. Ja, das ist geil, ja. Ziemlich geil, wenn das so schon. Alles auf den Kopf prasselt. Schon. Die Kopfhaut schon ziemlich viele Nervenzellen hat. Schon. Kannst du einfach da schon einfach. Ja, da, ja. Nee, ich mach das nur, um sauber zu sein und dann ist wieder gut. Das Schlimmste ist, wenn man sich die Augen reibt, dann unter der Dusche. Das ist irgendwie voll wirr. Wirr? Wirr, das fühlt sich voll strange an. Wenn man hört nicht mehr auf damit. Das stimmt, ja. Das kenne ich. Was? Auch so ein bisschen geil dann. Wenn du unter der Dusche die Augen ein bisschen reibst. Okay, so. Das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Weil es wird nicht wund. Ja. Weil das ist ja alles nass. Und du kannst so richtig schön. Oh. Ja. Ist schon geil. Kennt ihr das auch, Leute? Ich denke, ich bin nicht allein. Es ist wie wenn man enge Socken anhat oder Schuhe den ganzen Tag und dann die Schuhe ausziehen kann. Oh. Boah. Geil. Bestes Gefühl, ey. Ja, das haben wir Frauen mit BHs. Ja, das habe ich auch schon gehört. BHs ausziehen. Und irgendwie so 1000 Striemen irgendwie. Ja. Ja. Oh Gott. Kenn ich auch. Ich brauche gut 20 Minuten für das Rundumpaket morgens. Klo, Zähne, Duschen. Zähne duschen? Zähne duschen? Da ist ein Komma dazwischen. Ah. Keine Fliege an der Wand. Nur ein Komma. Auf der Leinwand. Nur wenn ich Shampoo in den Augen habe. Ah. Puh, ich hätte schon lange kein Shampoo in den Augen, wo es gebrannt hat. Nee, ich habe so Baby-Shampoo dafür. Nein, habe ich nicht. Nee, ich auch nicht. Aber es brennt auch irgendwie nicht einfach. Nee, irgendwie ist mal das Kind einfach leidiger, glaube ich. Mimimi. So. Echt? Also. Was? Du nicht, ne? Schon ab echt? Und an. Echt? Nee, du bist einfach immer noch Mimimi. Ja, ich bin immer noch Mimimi. Ich bin schon dein großes Mimimi. Hallo! Hallo, du Lümmel! Und der Minja ist gleich noch am Start, oder was? Oder war das ein Autohost? Weiß nicht, kam sehr zeitgleich, aber. Ja, schon. Grüßt euch doch erstmal. Ja, grüß und einen schönen, einen wunderschönen 19. Dezember wünsche ich euch. Wie geht's? Wie steht's? Ich weiß es noch nicht. Gut oder schlecht? Ja, da ist er ja! Ja. Grüße dich! Na? Grüßt euch. Hi, na? Wir sind gerade, Leute, ihr seid zum richtig perfekten Zeitpunkt angekommen. Wir benennen die wichtigsten Themen der Gesellschaft und packen sie am Schopf und ziehen sie aus dem Brunnen der Vergessenheit auf den Lehrstuhl. Erst nachdenken, dann reden. Nee, nein, das erst, okay, erst reden, das ist keine nachdenken. Challenge dahinter. Also, ja. Das ist auch keine Challenge. Nee, dahinter. Kein Essen gerade. Es ging darum, ob ihr eher so der Duschtyp seid und Duschen enjoyt oder schlafen. Steve zum Beispiel mag schlafen nicht. Ja. Also er mag nur wieder wach werden. Ja. Ich persönlich mag schlafen schon ziemlich gern. Ich glaube, das ist auch so die landläufige Meinung. Ja. Dass schlafen gut also ist. Also Essen ist aber doch auch ja, Essen ist, geil, oder? Also wer Essen nicht mag. Sorry, Essen ist das Beste. Ja. Gut. Schön, dass Essen ist aber die beste Beschäftigung, die es gibt. Also Essen, ich könnte den ganzen Tag essen. Mhm. Ja. Schon. Ja. Was richtig geil ist. Danach einfach weiter. Geld zahlen dafür, dass man einfach nicht satt ist. Ja. Würde ich machen. Aber nur, wenn Essen gut ist. Ja, klar. Ja. Im Bett vorm Schlafen was essen. Puh, kommt davon, wie viel? Und aber ja. Nee, weil wenn ich dann zu viel esse, kann ich nicht schlafen, dann fühle ich mich nicht wohl. Hm. Im Bett essen? Kein Fan? Puh, nee, im Bett essen bin ich auch nicht so Fan. Ertrinken ist auch geil. Es kommt immer auf die Situation drauf an, wenn man richtig. Wenn du so richtig Durst hast. Richtig Durst. Alter. Und dann einfach nur Wasser trinkst. Ja. Einfach nur Wasser. Kennt ihr das, wenn ihr euch vorstellt, irgendwie, ihr trinkt jetzt
zum Beispiel Cola und dann trinkt ihr und dann ist es irgendwas anderes. Ja, das ist das Allerschlimmste. Ja, also ich trinke grundsätzlich eigentlich nur Wasser, weil ich bin fruktoseintolerant und so gut wie in allem, was sonst außer Wasser gibt, ist Zucker. Ja. Und dann hatte ich irgendwann mal Sprudelwasser und es war aber kein Sprudelwasser und ich habe mich voll auf dieses Wasser gefreut, weil ich so Durst hatte und es war Sprite. Das war ganz furchtbar. Das ist echt eher so allgemein, wenn es irgendwas anderes ist. Es gibt auch diese oder von einer, weiß nicht, ich glaube, mittlerweile ist es gar nicht mehr so groß, aber es gab eine Zeit lang, war es super beliebt, Essen zu machen, das aussieht wie anderes Essen. Ja, ja. Ich mein? So Kuchen und sowas. Der aber eigentlich irgendwie Fleisch ist oder so. Ja. Ja. So, sieht dumm, ey. Magie statt Cola. Boah. Magie trinken. Essen. Feine Sache. Ja, in Essen kann man auch Essen, habe ich gehört. Ich war letztens auch in Essen und habe da Essen gegessen. In Essen? In Essen. Inception. Nee, in Essen. In Essen. Okay. Ja, alles doch, klar. Fand ich schön. Hm. Ja, fand ich den auch gut. Ja, fand ich sehr gut. Wäre ich jetzt so selber nicht drauf gekommen. Sehr. Props an dich, mein gut. Aber übrigens, ich wusste nicht, ob ihr es schon wusstet, alle neue dazugekommenen in einem wunderbaren Kalender im Angebot. Den besten. Den besten, den einzigen Kalender. Ja. Überhaupt den besten, ja. Ihr seid ja schon ein wenig albern. Nee, wir sind eigentlich nur ziemlich müde. Du bist albern. Bist du albern? Nee. Dann ist es sie. Ja. GZ dafür. Dritte Runde. Dritte Runde, ja, Mann. Ja. Beste, ey. Leute, dieser Kalender wurde schon so oft gekauft, dass wir ihn jetzt zum dritten Mal haben nachproduzieren lassen. Ja. Sind wir eigentlich dumm und haben wahnsinnig. Nicht einfach 500 bestellt oder so? Nee, der letzte Mal ging wesentlich weniger weg. Ja, letztes Mal war echt weniger. Aber wie diesmal habt ihr den produzieren lassen? Dieses mehr Mal? Als letztes Mal. 200 für die erste Auflage. Ja. Und die war am ersten Tag weg. Die war ungefähr so weg. Echt? Ja. Also die war wirklich so weg. Aus den Händen gerissen. Richtig gut. Ja. Und dann haben wir nochmal 100 produzieren lassen. Die sind wieder weg und jetzt haben wir nochmal 100 produzieren lassen. Ja. Weil wir hatten Angst, dass wir selber keine mehr kriegen. Ja, weil ich wollte ja noch 5 in meine Wohnung hängen. Weil ihr super sexy seid. Ich überlese jetzt das Kappa mal. Hä, was für ein Kappa? Ja, genau. Das ist so ein... Letztes Mal war auch nur A4. Stimmt. Ja. Am 6.1. ist der Indie-Outpost. Ja. Das stimmt. Ist der am 6.1. schon wieder? Nein, das hat sich nicht geändert. Der ist am 6.1. Das ist am 6.1. sogar. Krass. Und einen für die Oma natürlich. Aber hallo. Das ist Heilig Dreikönig, ne? Oh, stimmt. Ja. Krass, da haben alle frei. Ja. Voll gut. Dann kann ja jeder. Angenehm. Dann kann ja jeder. Ich kann bestimmt, klar. Ja. Wo waren wir denn? Beim Kalender. Ja. Habt ihr schon einen gekauft? Habt ihr schon einen? Jetzt perfekte Gelegenheit, noch ein Weihnachtsgeschenk zu organisieren. Indiestreu.de. Damit man keine Gutscheine schenken muss. Ja, schon. Nö, ich schenke. Einfach die ganze Family Indiestreu-Kalender. Ich schenke nur programmierte Programme dieses Jahr. Oder irgendwo vor Weihnachten da stehen. Oder ein Kalender. Oder, ich glaube, meine Mutter wäre ein bisschen... Doch, ich glaube, meine Mutter fände das sogar ganz cool. Na also. Mein Vater wäre ein bisschen verstört. Da sind noch Frauen drin. Ja. Das ist egal. Der fände er wahrscheinlich trotzdem ein bisschen verstört, wenn ich ihm so einen Kalender schenke. Sag ihm das für einen guten Zweck. Ja. Ja, okay. Nackt gegen Nazis. Nee, ich bekomme ja bestimmt einen vom Steven geschenkt. Ich habe mich Steven genannt, also nein. Tudum. Schade. Fast. So nah dran. Am Geschenkten. Echt? Ja. Ganz knapp vorbei. Wirklich knapp. Steven. Besser. Steve. Alan. Scheiße, das war dieses Erdmännchen. Ja. Oh Gott. Alan. Dieses Alan. Furchtbare Video. Nach super. Time fantastisch. Daytime. Oh Gott. Boah, wir sind alle irgendwie durch, gell? Was? Ja, hast du das Gefühl? Oh, geil irgendwie. Ich bin 2 Stunden Auto gefahren. Ich darf das. Dafür, ne? Scheiße. Ja, dafür, Mist, ey. Kommt jetzt an, denkt sich, hat meine Fresse, ey. Hat sich echt gelohnt, ey. Du. Ja. Was? Der Running Gag mit Steve ist hier Ben? Ja, aus irgendeinem Grund werde ich immer mit Ben verwechselt. Und Ben mit mir. Aber warum? Benny Holman. Man weiß es nicht. Er hat wegen dem Bart. Mein Bart ist wesentlich besser als der von Ben. Ich habe leider gerade keinen direkten Vergleich. Er müsste hier sein, damit ich das sagen könnte. Aber fett ist er einfach in der ähnlich, die Form ähnlich so, weißt Paddy. Du? Und die Farbe. Paddy!
was zur Hölle tut ihr? 37 Monate, ey. Vielen Dank. 37 Monate. Für drei Indie-Strike-Kalender plus eins Monat. Tatsache. Quasi der erste Monat vom vierten. Ja. Nicht schlecht. Ich glaube, ich hätte noch was den lernen. Ton nicht getroffen. Was muss ich denn lernen? Oh Gott. Dass du 2 Stunden für uns gefahren bist. Ziemlich dumm von dir. Ach so. Ja. Selber schuld. Ja. Nun. Hätten wir uns mal vor 5 Jahren kennengelernt, hätte ich hier gewohnt. Ja. Ziemlich scheiße. Ja, echt mal. Quatsch auch. Aber Nürnberg ist auch Müll. Nö, ich finde Nürnberg eigentlich ganz schön. Ja, ich auch eigentlich. Kalender Overflow Exception. Und wenn du fertig bist mit deinem Studium, weißt du schon, wo du wieder hin möchtest? Was wäre dein perfekter, wenn du bist mit dem Studium fertig und du hast alles gelernt, was du lernen kannst und jetzt bekommst du ein Angebot von jeder einzelnen Firma auf der ganzen Welt. Wo gehst du hin? Von jeder einzelnen Firma auf der ganzen Welt? Alle. Ja, es gibt nur noch 5 oder so. Von allen. Fabi, ja? Was denn? Island. Nein. Island, geile Filmfirma. Nein, welches Land? Ach so. Nee, keine Ahnung. Also ich war ja jetzt eigentlich schon in jeder großen Stadt mal. Warum weil ich nichts wollte, deswegen. Ich hatte die Tasse da war von mir. Ja. Das Wort höre ich mir ja nicht an hier. War in jeder Großstadt eigentlich bis jetzt so und ich bin eigentlich kein Fan von Großstadt. Ich wohne aktuell aber auch in einem Kaff und dieses Kaff ist furchtbar, weil da fährt auch nur jede Stunde ein Bus und damit komme ich nicht klar. Also im Grunde wäre irgendeine Kleinstadt schön. Ich weiß noch nicht. Nürnberg fand ich eigentlich immer ganz schön so. Das ist auch eine schöne kleine Metropole. Großstadt. Metropole, ja. Metropole. Servus Jochen. Grüß dich doch erstmal. Ja, Jochen, Hallöchen. Schöne 19. Ein Na? Alle Großstädte auf der Welt. Nein. Mindestens. In Deutschland. In allen Großstädten warst du in Deutschland. Ja. Auch in Berlin. Ja. Auch in Frankfurt. Ja. Auch in Ingolstadt. Ja. Auch in Nürnberg. Ja. Auch in München. Ja. Auch in München. Auch in Regensburg. Auch in Augsburg. Und in Stuttgart. Regensburg auch. Und in Regensburg. Ist Passau eine Großstadt? Auch in Hannover. Mhm. Und in Bonn. Ja. Kiel. Und in Köln. In Kiel war ich auch. Und in Düsseldorf. Freiburg? Da, glaube ich, war ich. War ich in Düsseldorf? Weiß ich gerade gar nicht. Und doch, ich war auch in Düsseldorf. Was hast du Freiburg? Noch gesagt? Nee, da war ich nicht. Duisburg? Da war ich auch. Rendsburg? Da war ich auch. Da stand auch. Ich mal mit dem Zug und wusste nicht, wie ich weiterkomme, ja? In Fürth auch. In Fürth war ich auch. Und in Erlangen. Erlangen. Ja. Ist ja alles um Nürnberg rum. Ja. Wobei, in Fürth war ich nicht so gern. Ja, Fürth ist aber gar nicht so schlecht, wie der Ruf ist. Das stimmt. Weil der Ruf ist auch nur in Nürnberg schlecht überführt. Weil in das Fürth stimmt. Ist der Ruf über gibt's aber überall. Ja. In Bielefeld? In Bielefeld war ich auch schon. Glaube ich dir nicht. Sogar mehrfach. Nee. Ja, Bielefeld jetzt wissen wir, dass es das hier liegt. Ja. Echt, jetzt? Und in Narnia jetzt auch. Jetzt. Ja, Narnia war ich tatsächlich schon, ja. Ich bin durch meinen Schrank durchgelaufen und dann da aufgetaucht, ja. Bist du links abgebogen und warst in Bielefeld? Mhm. Genau, so schaut's aus. Ich habe tatsächlich irgendwann mal eine ganze Weile gesagt, dass ich irgendwo in der Nähe von Narnia wohne, weil ich noch nicht sagen wollte, wo ich wohne. So, also als ich mit Stream angefangen habe. Ja. Das war so mein Spruch. Also war ich schon mal in Narnia. Verbuselt. Sehr gut. Okay. Was ist denn da für Großstadt? Keine Ahnung. Andor. Katan. Das liest jetzt aber ab. Das gilt nicht. Ja, von wo? Ich sehe nichts. Ich wüsste jetzt auch nicht. Frankfurt. Haben wir Frankfurt schon? Ja. Okay, da war ich auch schon. Ja, toll, jetzt welches hast du hier auch ausgesucht? Beides. Beide Frankfurts? Oder nur eins? Gibt zwei? Ja. Lol, jetzt wusste oder ich oder Main. Main. Frankfurt am Main. War dir schon mal in Mühle vom Inn? Mainstream Frankfurt. Nee, aber ich war schon mal am Inn. Ja, nun. Ich war schon mal in einem Inn. Warte, in Mühldorf. Ja, Mühldorf am Inn. War da nicht Ding? M-Games? Nee. Doch, möglich. Nee. Nee, aber die waren auch Richtung Augsburg, ne? Ja. Doch, war das Nee, Menning war das. Keine Ahnung. Ey. War die schon mal in Friedberg? Ja. Hessen oder Bayern? Bayern. Okay. Friedberg bei Barsdorf. Barsdorf? Nee,
Irgendwo bei Augsburg. Ja. 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 Haben wir dann jetzt ganz viele Städte durch? Fällt dir noch was ein? Würzburg. Würzburg habe ich hier, bin ich zur Schule gegangen. Krass. Rothenburg. Ja. Welches? Ob der Taube. Keine Ahnung. Bestimmt. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Aschaffenburg. Ist das eine Großstadt? Bestimmt. Michi Frank. Bestimmt. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Dresden! In Dresden war ich auch schon. Ja, noch nicht in Dresden. In Magdeburg war ich auch schon. In Hannover. Lüneburg. Oh. Doch, da war ich auch schon. Dortmund. Hatten wir schon. Hamburg hatten wir auch schon. Lübeck. Oh, Lübeck ist schön. Hm. Fällt euch noch was ein? Im Laufe des Abends. Also, um seine Frage zu beantworten, ich weiß es nicht. Ich kann nicht sagen, wie das in. Was ist Regelstudienzeit? Sieben Semester, dreieinhalb. Oldenburg. Ja, sagen, was in vier Jahren passiert. Ja, da war ich auch schon. Mist. Oldenburg ist bei Hamburg, ne? Ist bei. Hamburg in der Nähe. Kiel haben sie auch schon gefragt, ja. Kiel. Kiel ist auch schön. Flensburg ist auch hübsch. Ja, Flensburg ist auch hübsch. Wismar? Oh, Wismar war ich nicht. Was sind das für schicke Socken? Schön, oder? Greifswald? Hast du jetzt irgendwie Großstädte Wikipedia ausgepackt, oder? Ja, komm, ich packe aus. Greifswald oder ja? Nee. Oder nein? Ja, siehst du, hast du doch noch nicht. Aber ich war schon mal in Lederhose. Krass, ich auch. Das ist cool. Irgendwo im Norden. Ne? Ja, ich war bei, da, ich bin da mal vorbeigefahren, wenn ich noch Ding nee, gefahren bin. Nee, Schmarrn ist bei Richtung Berlin, oder? Ich weiß nicht. Boah, ich bin also ich bin, wenn ich in den Norden fahre, fahre ich da mal vorbei. Ich glaube, das ist Richtung Berlin. Und irgendwann bin ich mal rausgefahren und musste ein Foto von dem Schild machen. In Kuchen? Es gibt eine Stadt, die heißt Kuchen? Ich muss da hin. Ich war schon mal in Fucking. Fucking ist auch geil, ja. Ein Stück hinter Leipzig an der A9. Jo. Krass. Ja, ist Richtung Berlin von uns aus. Ja. Alles ist Richtung Berlin von uns aus. Oder München. Ja. Oder hinter Leipzig. Je nachdem, ja, das stimmt. Irgendwo bei Leipzig. Ja. Ach, die Musik läuft ja immer noch. Klar. Ich war gerade kurz verwirrt. So. Ja. Ja? Gibt's noch was zu erzählen? Weiß immer. Ich nicht. Weil mein Gehirn ja ist langsam am Verfestigen. Ja. So, nachdem es halb aus meinen Ohren rausgeflossen ist. Ja. Bildet jetzt Klumpen. Ja. Und das schockt das quasi. Ja. Wird es zu heiß. Ja. Okay. Und musst du rühren. Ich muss aufhören zu denken, damit die Temperatur wieder runtergeht. Nicht so viel. Nee, eher schütteln, nicht ja. Rühren. Das geht gar nicht richtig. Man kann seinen eigenen Kopf nicht schütteln. Hä? Schüttel mal deinen eigenen Kopf. Naja, doch nicht mit den Händen. Das geht nicht. Du kannst deinen Kopf mit deinen Händen nicht schütteln. Kannst du deinen Kopf nicht schütteln. Stimmt, probier's mal aus, Leute. Probier's mal aus. Dann sagt Bescheid. Zuerst gehört bei dem Pixelmanix, ja. Das geht nicht. Kann man... Ist das jetzt genau so ein Ding wie sein Ellenbeugen mit der Zunge berühren? Ja. Ja. Was tust du da? Würde sein Genick brechen, glaube ich. Es geht nicht. Aber wieso nicht? Weiß ich nicht. Weil das Hirn gegensteuert quasi. Ich glaube auch, ja. Weil es weiß, was man vorhat. Das Gehirn so... Aber kann man eine fremde Köpfe so schütteln? Ja, ich glaube schon. Probiert's mal aus, Leute. Ob man Köpfe schütteln kann. Ihr könnt nicht euren eigenen Kopf schütteln. Ja, man kann es auch nicht sich selbst umbringen, wenn man die Luft anhält. Stimmt. Aber man kann sein eigenes Bein schütteln. Ja, das ist ja auch viel anders gesteuert. Ja. Weil da hast du ja super viele Muskeln am Start. Du hast mein Bein noch nicht gesehen. Damit die Scheiße nicht runterfällt einfach. Stimmt. Kann ein Baby seinen eigenen Kopf schütteln? Ein Baby kann gar nichts. Ja, das kann ja nicht meinen Kopf hochhalten. Ja, eben, deswegen. Ja. Ich finde die Unterhaltung gerade ist gut. Ich finde das selbst sehr, sehr wichtig. Macht der Kern, dass sie nicht schaffen. Nee, das geht nicht. Hand und Bein ist zu weit vom Kopf weg. Die reagieren erst zu spät, wenn man schüttelt. Hm, smart. Ja. Jetzt probier doch mal. Mein Kopf ist. Der Kopf ist ja, wir müssen jetzt also erst bei drei versuchen, bei eben, drei unterschiedlichen richtig. Teilnehmern, das ist bestätigt eigentlich. Das könnte auch ein Flug sein halt. Ja.
Aber euch ist schon bewusst, dass ich meine Hände dazu nicht brauche, oder? Aber du sollst mit deinen Händen eben den Kopf schütteln. So, dass der Kopf... Ohne, dass der Kopf was macht. Quasi nichts macht. Nur die Hände sind so verantwortlich, genau. Nein, du kann ich ja trotzdem. Nee, Kopf. Nur nee, mit nee, der Hand. So quasi. Aber ja, das genau. Geht, ja, wie soll das denn funktionieren? Ja, eben. Also, genau, du bewegst eben. Ja trotzdem irgendwie den Kopf mit. Nee, das geht nicht. Nee. So, dass du die, bewegst ja so, automatisch den nur, Kopf mit. Ja, du musst ihn ja locker lassen. Ja, eben. Hier machen. Aber dann hältst du ja trotzdem fest. Nee, das geht nicht. Wie wir alle gleichzeitig zusammen sein. Ja, wieder was gelernt, Leute. Ja. Man kann seinen eigenen Kopf nicht schütteln. Nun, ich kann meine Haare schütteln. Da kommen schon die Presseanfragen rein. Oh ja. Für die, die NSA möchte gerne seinen Standort wissen. Kein Männerfell, sondern Menschen nicht möglich. Ja. Beweis erbracht. So. Stimmt. Wenn jetzt jemand so halstechnisch gelähmt ist, aber alles andere noch bewegen kann. Puh. Oh Gott. Dann geht's bestimmt. Ja, nun. Aber nur halt die Halsmuskeln sind gelähmt. Der Rest geht noch. Der Rest muss doch funktionieren. Ja. Der hängt du halt musst immer deine so kompletten Nackenmuskeln und alles, was deinen Kopf aufrecht hält, einfach loslassen. Ja. Damit du deinen Kopf bewegen kannst. Es geht bestimmt mit Medikamenten. Weil sonst stimmt. Also hier so ein so Pferdebetäubungsmittel. Ja. Und dann in den Stirnacken. Ja. Wie heißen diese Muskelrelax-Krams? Relaxanten. Du hast doch Chemie studiert. Ja. Ein Semester. Dann könntet ihr das probieren. Ja. Aber bitte streamt das. Ich befürchte, wenn du Muskelrelaxant nimmst, dann machen die halt auch nicht mehr mit. Muss jemand anders deine Arme bekommen? Ja, musst halt kurz abbinden. Ich hatte sowas, dass du kein, genau. Ich habe sowas schon mal nehmen, also nicht so ganz krass nehmen müssen. Ich habe mal Rückenschmerzen gehabt, ziemlich stark, und habe so Muskelentspannungstabletten bekommen. Und die haben halt dann aber an meinem ganzen Körper gewirkt und ich war dann super langsam. Ich habe dann auch super langsam gesprochen. Also richtig, richtig langsam. Und dann haben mich immer alle ausgelacht. Indieschleiche.de. Paddy sagt's. Ja, übrigens. Leute, kauft den Kalender. Wir haben da so einen Kalender entwickelt in Zusammenarbeit mit anderen Strolchen. Und wir sind so ein kleines Schabernack-Kollektiv deutscher Indie-Müll-Game-Entwickler. Unter anderem mit den Pixelmaniacs, den dummen Entwickler Sluggerflies, Müllentwickler Backwoods und für Ludopium gibt es leider auch noch kein Schimpfwort, genauso wie für die Pixelmaniacs. Ich glaube, Ludopium ist Schimpfwort genug. Ja, also wenn ihr Vorschläge habt, ruft sie doch einfach. Und kauft den Kalender. Ja, das eh. 15 Euro plus Versand und die 15 Euro gehen direkt an die Wolfgang Amadeus Mozart Stiftung. Ja. Amadeo Antonio Stiftung. Die kämpfen, gegen, ja. Die kämpfen gegen rechtsradikale Gewalt, ja, und Sexismus, nee, Rassismus und Antisemitismus. Ja. Was gut ist, ja. Weil das sind sehr schlechte Dinge. Ja. Alle drei? Schon, alle drei sind schlechte Dinge. Kann man den Kalender bei euch im Büro kaufen? Du kannst den Kalender online kaufen und den im Büro abholen. Ja. Oder wenn du in Reichweite bist, fährst du dir sogar der Ben aus. Ja. Hat er versprochen. Stimmt. Aber schreib uns da vorher nochmal eine E-Mail. Ja, am besten mal noch. An ben@pixel-maniacs.com. Und hallo Alex. Du. Hallo Alex, du gefriergetrocknete Stachelbeere. Das unterschreibe ich so. Stachelbeere. Okay, tschüss. Ja, Leute. Jo, das Problem ist, war schön. Wenn wir jetzt aufhören zu streamen, ja? Muss irgendjemand aufstehen. Ja. Das ist doof. Soll ich das machen? Wo muss ich ihn draufdrücken? Ja, wir machen jetzt Schluss, Leute. Ja. Weil, wenn wir mit unserem Tempo weitermachen, dann sind wir morgen noch nicht fertig. Ist echt so. Mit allen. Naja, nur 10 Minuten von mir weg. Ja, du kannst doch einfach morgen mal vorbeischauen. Ja. Bei uns. Also wir sind jetzt aber umgezogen, ne? Ja, wir sind jetzt woanders, ne? Wir sind jetzt in Rüttenbach. Nicht mehr da oben, sondern weiter unten jetzt. In Rüttenbach sind wir jetzt. Finde ich übrigens sehr gut, ist kürzer von mir aus. Ja, das finde ich auch, von mir auch. Ja, nicht vergessen hier, bestellen. Wir haben kaufen. So ein, zwei über. Ja. Für euch. Ja, Jochen, komm morgen gerne vorbei. Dann kannst du einen abholen. Ja, wir haben auch eine Klingel sogar mittlerweile.
An der Tür. Sie hat sie nicht gefunden. Nee, ich habe auch die andere Tür. Ich stand an der anderen Tür. Ach, an der Anlieferungstür. Ja. Soll einfach das ganze Ding umwerfen. Alle Stecker einfach ziehen. Ja. Das kann ich. Ja. Ja. Ja, dann haben wir noch einen kleinen Raid raus vielleicht. Würde ich auch sagen. So. Hast du gerade überlegt, ob du jetzt aufstehst oder ja. nicht? Ich gucke mal. Gucken wir mal, wen wir hier ordentlich upraiden können. Das ist doch richtig guter Content, oder? So, die Moderatoren sitzen da am Handy und der Gast. Ich weiß nicht, ob du alles hast. Was hast du denn? Also Twitter und Twitch reicht völlig. Übrigens. Ich weiß nicht, was du noch vorhast. Gibt es auch irgendwann mal ein bisschen Special Content bei den Indie-Sträuchen? Da könnt ihr auch gerne mal reinfollowen. Oh, ihr habt einen eigenen Twitch-Kanal? Nee, Twitter. Nee, Twitter? Okay. Twitch glaube ich noch nicht, aber kommt vielleicht auch mal. Nicht eingeloggt und ja, ich kann ich mich nicht einloggen. Den ja, Kalender könntest du noch ein bisschen öfter posten, finde ich. Ja, ich glaube, wir haben ja. so einen Kalender. Übrigens, falls ihr euch denkt, Alter. Was ist das für eigentlich für ein krasser Kalender da hinten? Richtig krasser Content heute. Ja. Bitteschön. Sehr gerne. Haben wir sehr gerne gemacht. Also ich bin immer hoch motiviert, euch zu unterhalten mit meiner sehr energetisch klingenden Stimme. Ja, ich würde sagen, wir sliden jetzt mal beim Dancen 86 rein. Ja. Oh ja, das ist eine gute Sagt Idee. Sagt mal ganz, ganz liebe Grüße dem Geht Dancen ihm ein 86. bisschen auf die Nerven und fragt genau. ihn, ob er jetzt schon seinen Kalender aufgehängt hat. Ja. Grüß den mal von mir, ja. Wie bekommt man eigentlich so ein Blindeabzeichen? Das bekommt man, wenn man bei einem Kanal gesubbt hat, sobald er den Twitch-Partner-Status erreicht hat. Im ersten Monat Im oder ersten so? Monat. Ja, ne? Krass. Das ist ein ziemlich doofes Also leider Ding. Irreparabel, wenn man das nicht gemacht echt krass. Hat im ersten Monat. Das ist ziemlich elitär. Das ist ein richtig elitärer Kreis. Da haben wir echt einige. Hier, habe ich auch. Puh. Dann musst du Dann habe ich keine fragen. Ahnung. Also literally habe ich keine Ahnung. Bei Affi die ersten 15 Ach, die Partner, ersten die ersten 25 oder 50. Okay, ich wusste nicht, dass das zahlenmäßig beschränkt ist. Krass, das ist auch noch also so richtig, richtig, richtig elitär. Ja. Krass. Alter Schwede, ey. Okay. Richtig abgefahren. Lustig, wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre der erste Monat. Ja, dann... Stehst du jetzt auf? Ja, jetzt ballern wir mal so einen Raid-Command ja. in den Chat. Also Leute, wir raiden jetzt den Densen 86. Lasst ihm ganz liebe Pixelgrüße da. Ihr müsst ihn ganz dringend Densen 86 nennen. Also nicht einfach nur Densen oder Dennis, sondern Densen 86. Hä, der heißt doch Densen. Nicht Dennis. Nee, der heißt Densen 86. Ja, genau. Wie auf seinem Ausweis auch. Ja. Also deswegen müsst ihr ihn auf jeden Fall Densen 86 nennen. alle eure Pixel-Emotes in den Chat spammen. Wo ist denn meine Maus eigentlich? Ach, da. Da. Hallo. Und wenn ihr keine Pixel-Emotes habt, dann müsst ihr Pixel-Liebe in den Chat spammen. Und vielen, vielen lieben Dank jetzt mal for real. Dankeschön, dass ihr alle wieder da wart. Es hat super Spaß gemacht, auch wenn wir ein bisschen fertig waren, ein bisschen ja, ich dull heute. Auch, ich hoffe, euch hat unsere energetisch geladene Abendshow gefallen. Mir hat ihr sie habt gefallen. Euren Kopf schütteln wollen, das versucht. Ich finde es schon ziemlich energetisch. Ja. War schon ja. Das ist Premium besser Content. Geworden, glaube ich. Ja, ja so ich auch. Zum Ende hin wurde es schon energetischer. Mhm. Ja. Ja. Seid nochmal richtig warm geworden. Wir sehen uns nicht mehr. Bis ins nächste Jahr. Das ist abgefahren. Uhu. Leute, euch allen wunderschöne Feiertage. Wünsche ich euch auch. Und einen guten Rutsch. Kommt gut rein. Und raus. Ja. Guten Rutsch und habt noch schöne Rest-Dezember-Tage. Genau. Im Kalender, da könnt ihr auch dann sehen, welcher Tag es ist. Ja. Weil da stehen alle Tage drauf, und die es gibt. Der Kalender wünscht euch auch immer einen schönen Tag, der gerade ist. Tatsächlich. Ja. Ja, von mir übrigens auch so. Ich wollte nur nicht dazwischen quatschen. Du darfst gleich noch. Ich darf gleich noch. Du musst jetzt noch die Klappe halten. Ja, okay. Bitte. Mhm. Okay? Das mhm. ist unsere Show, nicht ja. deine. Okay, also Raynets Densen 86. Vielen Dank euch. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Folgt uns auf Twitter, damit ihr es auch ja nicht vergesst. Wenn der Markus jetzt auf den Enter-Button drückt. Ja. Du kennst dich ja aus, dann läuft der Timer ab und dann hast du das letzte Wort. Yeah. Ich wollte auch nur noch. Ich hab das, oh Gott, oh Gott. Das letzte Wort im Jahr. Ich wollte auch nur noch schnell sagen, bevor ihr rauskleidet, schönen 19. Dezember und restliche Dezember. Und danke für das Jahr. Es war sehr herzerwärmend. Oh.
Das meinte ich ernst. Ja, doch. Nee, war echt schon. Echt ein schönes Jahr. Schön mit euch. Sagen. Und das nächste wird noch besser. Ja. Auf jeden Fall. Mach's gut miteinander, lass liebe Grüße da und jetzt gib ihm. Jetzt darf ich. Es war sehr schön, vielen Dank, ihr zwei. Hat mich sehr gefreut, dass ich mit quatschen konnte und hier sein konnte. Und natürlich wünsche ich euch und dem Rest von den Pixels mache ich nachher noch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Tschüss. Oh mein Gott.